Hallo liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Raketenheftleser trifft. Und heute ist bei mir zu Gast der Christoph Dietert, alias Christian Montillon. Ihr kennt ihn natürlich, also er ist Perry Rhodan Autor, er ist Perry Rhodan Expograd. Er schreibt auch diverses anderes, wie zum Beispiel die drei Fragezeichen. Er hat aber auch diverse Dinge für Bastei Verlag geschrieben und er veröffentlicht auch noch eigene Sachen. Ganz aktuell ist Chimera, habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich, oder? Oder Chimera, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das tatsächlich ausgesprochen wird. Ich habe ja die englische Variante gewählt für Chimera, halt Chimera in Deutsch, ja. Ich sage Chimera. Aber vielleicht dann sage ich auch Chimera. Also ich muss mich ja nicht dem Autor widersetzen, wenn der das ja, mir so schon zu sagen. Okay, also es kommt vieles auf euch zu. Bleibt gespannt, bleibt dran, denn wir werden sicherlich einige ganz schöne Themen hier ansprechen. Also Christian, jetzt sage ich Christian. Wir haben vorher vereinbart, dass ich Christoph sage. Das ist schon mal der erste Fauxpas. Okay, Christoph, erstmal schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Hi, ich freue mich, bin gespannt, was so alles kommt. Ja, also meine erste Frage wird dich vielleicht überraschen, aber wenn jemand ein Pseudonym hat, dann möchte ich immer ganz gerne wissen, ob das irgendeine Bewandtnis hat, einen persönlichen Bezug. Also warum hast du Montillon gewählt und nicht Schwarz zum Beispiel? Also Schwarz habe ich deswegen nicht gewählt, weil das war schon vergeben. Nein, Spaß. Das hat tatsächlich einen persönlichen Bezug, und zwar einen großen. Montillon, also ohne I beim Aussprechen, ja, Montillon, ist der Mädchenname meiner Frau. Okay, das macht ja Sinn. Das heißt, genau, das heißt, der hat wirklich einen sehr persönlichen Bezug. Ah, das ist ja toll. Also, liebe Leute, ihr habt jetzt schon jetzt was gelernt, denn ich stelle fest, dass die meisten Leute da draußen, inklusive mir, das immer falsch ausgesprochen haben. Also ich habe immer Montillon gesagt, so, also dieses Französische wollte ich da reinbringen, ne? Aber du, es ist Montillon und genau. Hat nichts mit Frankreich zu tun, oder wie? Hat nichts mit Frankreich zu tun. Also meine Frau kommt aus Dörrenbach, das ist bei Bad Bergzabern, da kann man quasi ins Elsass reinspucken. Also der französische Einfluss ist da, aber wir sprechen es ganz deutsch aus. Also der Familienname spricht sich ganz deutsch aus und wir sagen immer Montillon, so wie Champignon und nicht Champignon. Ja, genau. Das macht natürlich jetzt absolut Sinn, beziehungsweise das ergibt Sinn, habe ich gelernt. Das macht genau Sinn, darf man ja nicht sagen. Genau. Also man darf es schon sagen, aber dann outet man sich als Nichtkenner der deutschen Sprache. Eben, ist halt falsch. Es ist halt falsch, sagen. Genau. Genau. Du darfst und anderer Meinung sein wie ich, da haben halt beide nicht recht. Genau. Und der Christian, wie schaut es mit dem aus? Der ist einfach willkürlich, weil du Christoph heißt und hast gesagt, irgendwas mit Christ muss sein. Ja, das war rein klanglich. Also ich wollte den Christoph lassen und dann den Christoph Montillon machen. Und dann meinte mein erster Verleger, der Dennis Erhard von Zaubermond, wie gefällt dir denn Christian Montillon? Das klingt doch besser. Und da habe ich gesagt, ja, ist recht. Mhm. Und warum hast du denn überhaupt ein Pseudonym gewählt? Und weil du hast ja auch Bücher unter Christoph Dietert schon veröffentlicht. Also daran kann es ja nicht liegen, dass du mit deinem eigenen Namen nichts machen möchtest. Was war jetzt da der Anlass, dass du gesagt hast, jetzt will ich irgendwie einen anderen Namen? Also muss ich jetzt relativ weit zurückgehen zu der Zeit, als ich noch nicht veröffentlicht habe. Da habe ich gerade promoviert in Germanistik, also in deutscher Literaturwissenschaft. Und mein Ziel war eigentlich, ich bleibe auf der Uni, werde dort Dozent, vielleicht kriege ich eine Professur oder so hin. Und nebenbei habe ich dann eben angefangen, Schundromane zu schreiben. Das, die Anführungszeichen hast du natürlich gesehen, eben bei den Schundromanen, ja. Aber also bei Gruselromanen angefangen, was der ehemalige Dämonenkiller war, also Dorian Hunter, Kokozamis, in der Neuauflage, da habe ich angefangen. Und da wollte ich nicht, dass man sofort sieht, dass der deutsche Literaturwissenschaftler Christoph Dietert nebenbei
Grusel, Schundromane schreibt, also ich sage das mit wirklich mit Augenzwinkern und mit Liebhaberei zu dieser Art von Literatur, und ich habe es nie geheim gehalten, also wer dann eine Sekunde gegoogelt hat im Netz, konnte das rausfinden, aber man hat es eben nicht sofort gesehen, und ich fand es ganz sinnvoll, das so zu trennen, dass wenn dann meine Promotion veröffentlicht wird und meine wissenschaftliche Facharbeiten und so, die nie entstanden sind, aber damals dachte ich noch, die werden kommen, und da wollte ich die einfach namentlich trennen. Ja, wir haben hier in der Gegend auch einen Lokalkrimi-Autor, bei dem das ganz ähnlich war. Also der auch so einen Posten hatte und hat gesagt, also wenn ich jetzt Lokalkrimi schreibe, das kann ich nicht unter dem eigenen Namen machen. Also nicht, dass ich mich schäme, ne, das höre ich bei dir jetzt auch raus, sondern wie geht die Umwelt eigentlich damit um? Genau. Ja. Okay, dann gehen wir aber jetzt zu Perry Rhodan. Also erstmal zum Leser von Perry Rhodan. Ich vermute mal, dein Erstkontakt mit Perry Rhodan war ja nicht als Autor, sondern irgendwann hast du mal Perry Rhodan Heft in der Hand gehabt und hast gesagt, oh, das ist schön, das lese ich jetzt. Kannst du dich erinnern, wann war das und wie ist es dazu gekommen? Das weiß ich noch ziemlich genau. Damals habe ich alle Gruselromane gelesen, die es so im Heftromanbereich gab, also John Winkler und Professor Zamora. Damals lief auch noch, entweder lief er noch in der Neuauflage oder ich habe die antiquarisch gelesen, das weiß ich nicht, der Dämonenkiller. Daher kannte ich den Ernst Wilczek, der ja da federführend war. Und als ich so am Kiosk stand, das hat man damals noch gemacht als junger Mensch, machen junge Menschen heute ja nicht mehr, dass sie an den Kiosk gehen und die Heftromane durchsuchen. Ich habe das damals noch gemacht und ich weiß es noch ganz genau. Und da habe ich auch halt mal so einen Perry Rhodan in die Hand genommen und der war eben von Ernst Wilczek, den ich vom Dämonenkiller her kannte. Und da habe ich gedacht, naja, wenn der auch bei Perry mitschreibt, kann das ja so schlecht nett sein. In Wirklichkeit war es natürlich umgekehrt, dass er eigentlich Perry gemacht hat und auch den Dämonenkiller. Das wusste ich aber halt damals nicht. Ja. Und naja, liest es mal. Das war die dritte Auflage Solo für einen Androiden 930, wenn ich mich nicht irre. Könnte auch 929 gewesen sein. Also du siehst, ich habe diesen Moment noch ganz genau im Gedächtnis. Da habe ich den gelesen, dann habe ich weitergelesen und dann ruckzuck alle Auflagen gelesen. Damals gab es, glaube ich, noch alle 5 am Kiosk. Oder die zweite war schon weg, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich mindestens 3 Auflagen gelesen, was man auf Dauer nicht durchhält. Also ich habe es zumindest nicht durchgehalten, weil es einfach zu viel Masse war. Ja. Aber ich habe überall eingelesen. Und dann habe ich noch Silberbände gelesen und ich habe irre viel Perry gelesen. Ja. Ja, das kenne ich mit den 3 Auflagen und alles zusammengesucht, was es so gab. Genau. Das kenne ich auch, ja. Und kannst du noch festmachen, was die Faszination damals ausgemacht hat? Du kamst ja aus dem Gruselroman, das ist ja doch ganz was anderes. Und Science Fiction. Was hat dich so sehr an der Weltraumserie Perry Rhodan fasziniert, dass du da tatsächlich auch zum Sammler geworden bist? Ja, ich glaube einfach diese Größe. Also 930, das ist der kosmische Burgenzyklus, beste Willi-Volz-Zeit, als wir hinter die Materie quellen wollten und dann gesehen haben, was hat es damit auf sich. Und diese ganze große kosmische Entwicklung, die vielen Figuren. Und ich war einfach begeistert, ich war sofort mitgerissen. Und das hat mich total fasziniert, das weiß ich noch. Und bis heute mag ich das eigentlich am liebsten, diese Willi-Volz-Zeit. Das war eben auch die, mit der ich eingestiegen bin. Ich glaube, das geht vielen Leuten sein, da wo man einsteigt, das reißt einem am meisten mit. Das macht so Perry am meisten aus. Es gibt ja ganz unterschiedliche Zeiten in der Serie, brauche ich dir ja nicht zu erzählen und wahrscheinlich auch nicht den meisten Leuten, die hier zuhören. Ich glaube, das glaube ich auch, was du sagst. Ja. Der Einstiegspunkt, ne? Also das Erlebnis, das man damals hatte, das ist natürlich unvergleichlich. Also das nimmt man mit. Und dann hat man vielleicht auch mit der Zeit ein paar Abnutzungserscheinungen. Das wird ja vielleicht auch so gegangen sein, dass du irgendwann gesagt hast, naja, gut, jetzt kennen wir das. Hattest du denn mal eine Lesepause auch? Die hatte ich, ja. Die hatte ich. Das war dann, das kennen wahrscheinlich auch viele von uns so, da stapeln sich dann die Romane doch ungelesen immer ein bisschen höher. Man liest dann zwar nach, aber da fehlen 5, dann fehlen 7, dann fehlen 12 bis zum aktuellen und irgendwann ist man so ein bisschen draußen. Und eine Zeit lang habe ich wirklich gar nicht mehr gelesen, habe dann aber auch relativ bald wieder angefangen noch. Also damals war ich 16, soweit ich weiß, als ich, da war ich eher 15 oder 14, als ich angefangen habe mit Perry. Und irgendwann habe ich dann aufgehört,
habe aber in der Studienzeit schon wieder angefangen. Und ja, ich glaube, dann noch mal ganz kurz aufgehört und wieder angefangen und dann war ich schon Autor. Also das ging schon relativ flott irgendwie. Aber ich schätze, bevor ich angefangen habe, Autor zu werden bei Perry, habe ich 1000 Hefte gelesen, schätze ich. Ich habe es nie gezählt. Die Frage wollte ich eigentlich erst später stellen, aber es passt jetzt gut. Hat dieses Lesen von Perry Rhodan etwas mit der Entscheidung zu tun, Autor werden zu wollen? So nach dem Motto, oh, das will ich machen. Also ich will es nicht bloß lesen. Das war tatsächlich schon vorher. Also Autor wollte ich schon immer werden sozusagen. Also soweit ich zurückdenken kann als Kind, und also weit vor der Perry-Zeit, die wie gesagt mit 14, 15 angefangen hat, da waren Bücher eben schon so das Beste. Es waren vorher die Gruselromane, wie ich gesagt habe, Sinclair und Co. Und da vorher waren es eben auch schon Romane, 3 Fragezeichen, Kinderbücher und Hörspiele, ganz viel. Und das war immer das Beste für mich. Und ich glaube, dass ich damals schon Autor werden wollte. Was natürlich irgendwie heißt, ja, das will man so werden. Man weiß ja aber nicht, was das ist oder wie das geht. Und man will ja auch Astronaut werden, wenn man so klein ist und wird es im Normalfall nicht. Ja, Autor bin ich dann tatsächlich geworden. Und das fand ich super. Perry hat es sicherlich bestärkt, aber jetzt nicht initial ausgelöst. Initial ausgelöst. Das ist auch sowas, was Klaus Brick mir rausstreichen würde, weil es ja doppelt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Der kann jetzt eine Strichliste machen. Genau. Verstärkt hat es wahrscheinlich schon, aber es war nicht der Auslöser. Nee. Mhm. Mit Kai Hirt habe ich ja auch ein Video gemacht und der hat eigentlich genau dasselbe erzählt. Übrigens, Leute, das könnt ihr euch anschauen. Ein Hinweis jetzt, das ist auch ein sehr schönes Interview geworden, finde ich. Aber der hat genau dasselbe gesagt. In der Grundschule hat er seinen Mitschülern schon gesagt, ich will Autor werden. Und ha, ich bin's geworden. Ja, also für dich ist auch ein Traum in Erfüllung gegangen, sozusagen. Ja, absolut, absolut. Also das ist das, was ich immer wollte. Und es macht auch meistens Spaß. Also nicht so jeden Tag. Es gibt so die Momente, wo ich denke, das hast du dir da nur angetan und so, ja. Aber es macht meistens Spaß. Es ist das, was ich will. Ja. Also zum Beispiel sage ich so, wenn ich mal 80 bin und ich kann noch schreiben, dann will ich auch noch veröffentlichen. Nicht, weil ich Geld verdienen muss, hoffentlich. Ja, aber weil ich will und wenn ich es noch kann, das ist einfach schön. Ja, das ist ja bei vielen Künstlern so, oder die in künstlerischen Berufen tätig sind. Das ist ja auch beim Stephen King so. Der schreibt ja jetzt nicht einen neuen Roman, weil er knapp bei Kasse ist. Sondern, würde mich wundern, ja. Genau, sondern der sagt einfach, ich habe eine Idee und die will ich zu Papier bringen. Aus, fertig. Das genau. Ist es. Und am Anfang bist du aber zu den Gruselromanen gekommen. Na? Ja. Was mich jetzt interessiert, wie kommt man denn, also jetzt muss ich ein Klischee bedienen natürlich, ne? Wie kommt man denn zum, wenn man Heftromane liest, wie kommt man denn da zum Germanistikstudium? Da stelle ich mir vor, Hermann Hesse und Heinrich Böll in der Zeit oder und dann sagt man, okay, jetzt will ich die hohe Literatur mir reinziehen. Wie kommt man vom John Sinclair zum Germanistikstudium? Oder würdest du sagen, wieso? Das ist doch ein ganz normaler Weg. Ich finde es normal für mich, weil klar, das ist jetzt keine hohe Literatur oder so, machen wir uns nichts vor, das ist Perry auch nicht und will es auch nicht sein. Aber es ist Literatur, das sind Bücher, das sind Romane, das ist die Welt der Bücher sozusagen. Und ich habe es immer lieber gelesen als, was du genannt hast, Böll und Grass und Thomas Mann, wobei ich die gut finde, also nicht falsch verstehen, ich lese die auch gerne und ich lese auch immer wieder was. Ich habe auch mal Kafka neulich wieder gelesen und ich lese immer noch literaturwissenschaftliche Abhandlungen mal, weil es schön ist und weil es kein Widerspruch ist. Aber natürlich ist es nicht das, was in der Literaturwissenschaft unbedingt anerkannt ist. Aber das ist auch so ein Klischee-Denken. Ich erzähle dir 2 Beispiele. Ich habe promoviert, die Promotion dann abgebrochen irgendwann, weil ich zu viele Romane geschrieben habe, gesagt, nee, ich werde Autor stattdessen. Und kurz drauf, so 1-2 Jahre später, treffe ich einen Professor, bei dem ich die Prüfung abgelegt habe, den Magister, also den normalen Studienabschluss, treffe ich auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir reden so und er sagt, Herr Titte, was machen Sie denn jetzt so mittlerweile, weil wir kannten uns noch ganz gut. Und ich so, ja toll, jetzt muss ich ihm sagen, dass ich Schundromane schreibe. Ja, habe ich ihm gesagt, ich schreibe, bin Perironen-Autor, weil das war das, was ich in die Zeit am meisten gemacht habe, bin Perironen-Autor. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er reagiert. Und was war seine Reaktion?
das finde ich super. Und im nächsten Semester war ich bei ihm als Gastdozent und habe gastdoziert bei ihm auf der Uni, weil er das super fand. Also dieses Klischee von die Literaturwissenschaft rümpft da nur die Nase drüber, die gibt es nicht unbedingt. Das gibt es, aber viele andere. Aber gibt es wahrscheinlich auch, oder? Gibt es also auch, aber gibt es nicht nur, nee. Und das fand ich ein schönes Beispiel, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Jetzt stehe ich wieder in Kontakt mit einem Literaturprofessor von damals, nach vielen Jahren, so dass wir uns tatsächlich privat immer mal wieder treffen. Und ja, er verfolgt es ganz interessiert, was ich so mache. Und sage, ja, Sie sind halt ein Erfolgsschriftsteller, Sie machen halt Unterhaltung und das findet er gut. Da sieht er nichts Schlechtes dran. Finde ich auch richtig so. Ja, ich glaube, der Makel, der dem Ganzen manchmal anhaftet, das ist ja das Format und nicht der Inhalt. Also, dass man von früher noch sagt, ja, das sind ja bloß so Heftchen. Ne? Das ist ja auch billig und hat keinen großen Umfang. Und auf den Inhalt wird ja dann gar nicht geschaut. Ne? Also, ob das ist gut oder schlecht ist. Bei Büchern setzt man immer automatisch voraus, weil es ein Buch ist, ist es ja besser. Ne? Das ist in der Buchhandlung drin, ist in der Bücherei drin. Da redet vielleicht auch der Dennis Scheck dann drüber. Aber er wird jetzt nicht über einen Perry Rhodan Roman. Wobei der Dennis Scheck, der mag das ja, ne? Also ja, ja, genau. Das ist ja auch in dem Sinn wirklich sinnvoll, was er macht, der Dennis Scheck. Ja, ist so. Da finde ich wiederum das E-Book irgendwie ein faszinierendes Medium, weil da siehst du es ja nicht mehr. Ein E-Book ist ein E-Book. Ob das jetzt vorher ein Heftroman war oder ein Hardcover, siehst du ja nicht mehr. Das Medium ist dann dasselbe. Da verschwimmen und lösen sich diese Grenzen langsam so ein bisschen auf. Das finde ich eigentlich spannend. Ah, ja, das ist ein guter Gedanke. Mhm. Das heißt, dass sich vielleicht jemand, wie soll man sagen, schämt, dass er sich in den Zug reinsetzt und einen Heftroman aufschlägt. Was sollen denn die anderen sagen, ne? Mhm. Beim E-Book sagt er, das gefällt mir, aus, fertig. Ja, genau. Das sieht ja keiner. Das gibt es schon, glaube ich, absolut. Ja. Du siehst es einfach auch nicht mehr, ja. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt im Zug sitze und würde aufstehen und würde sagen, wer von euch hat einen Heftroman gekauft im letzten Jahr? Da würden die Leute sagen, was ist das? Heftroman kenne ich nicht. Ja, also das Medium verschwindet ja so ein bisschen aus der Wahrnehmung der Leute, die wissen gar nicht mehr, dass es das gibt, während im E-Book gibt es keinen Unterschied mehr. Das finde ich schon gut. Ich denke, es ist aber so, dass im Abo-Bereich ist ja der Heftroman immer noch stark. Also ja, klar. Perry Rhodan sowieso, ne? Aber, ja, klar. Aber auch Bastei, was die so machen, die haben jetzt unzählige Serien. Das würden die ja nicht machen, wenn sich das nicht verkaufen würde. Klar, was ich eben gesagt habe als Beispiel, trifft nicht auf Leute wie dich und mich zu. Also unser Alter trifft auf junge Leute zu. Also Teenager und so, die wissen quasi nicht mehr, was ein Heftroman ist. Meine Söhne wissen das, aber auch nur wegen mir. Ich glaube, aus ihren Klassen und ihren Freundeskreisen und so weiß keiner, dass es Heftromane noch gibt und so, ja. Die kennen das Medium gar nicht mehr. Das ist schon schade. Das ist auch problematisch, finde ich. Aber Anknüpfend an deine Feststellung, wie siehst du dann die Zukunft des Heftromans in einem größeren Zeitrahmen? Also ich rede jetzt nicht vom nächsten und übernächsten Jahr, sondern von 10 Jahren, 15 Jahren. Wird er vielleicht tatsächlich verschwinden? Siehst du die Gefahr? Vielleicht in der Form, die er hat, wobei ich das sehr schade fände. Und das ist aber wirklich weit in die Zukunft gedacht. Ich glaube, auch in 10 und 15 Jahren ist es noch nicht so. Du bist so ja Science-Fiction-Autor. Ja, also. Genau. Aber irgendwann vermute ich, dass das verschwindet, diese Form, während die Art der Literatur, Perry selbst wahrscheinlich, oder die kurze Erzählung, die so ist wie Perry, im E-Book überleben wird, glaube ich. Das weiß ich auch nicht, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ist es daher notwendig, dass man sich auch ein bisschen an die jüngere Generation anpasst und sozusagen sich nicht auf die sogenannten Altleser in Anführungszeichen stürzt und konzentriert, sondern dass man sagt, wir brauchen ein jüngeres Publikum und sind es Überlegungen, die bei euch irgendwie stattfinden, dass man sagt, wie schnappt man uns denn die 12-Jährigen? Okay, wir waren damals auch 13, 14, 15, ne? Ja. Wie kommen wir an die ran? Du hast ja auch gesagt, du bist ja als ganz, ganz junger Mensch, bist du an Perry Rhodan herangekommen. Das wird heute nicht mehr in der Form passieren. Also überlegt man sich, was können wir denn da machen? Ja, klar.
Also ich finde es absolut überlebenswichtig, auf lange Sicht gesehen. Ja. Ich finde, wir brauchen beides. Wir brauchen gute Romane, die den Altleser, die dich und mich, also mich, wenn ich noch Leser wäre, normaler, fesseln und bei der Stange halten und interessant sind. Wir brauchen aber auch diesen Blick, wie kriege ich junge Leute ran an die Serie. Braucht man absolut, ich finde es absolut notwendig und ich glaube auch, das wird auch im Verlag so gedacht, im Marketing so gedacht, weil das ist wichtig, also beides. Ja. Jetzt zu sagen, wir verjüngen jetzt Barry Rodan um Ach und Krach und alles muss cool sein, dann ist es nicht mehr Barry Rodan, wie es ist. Es muss schon organisch sich weiterentwickeln, muss Perry die Identität behalten der Serie, muss aber auch schauen, wie finde ich auch ein neues Publikum, ein junges Publikum. Das hat Perry aber auch schon immer gemacht irgendwie. Ist ja nicht so, dass das, was heute erscheint, so ist wie das, was unter Ernst Wilczeks Ägide war. Das war anders als das, was bei Willy Volz war. Und das war anders als K.H. Scheer war und so. Das ist einfach so und das ist auch gut so. Ne? Ja. Ohne irgendwas Schlechtes über damals zu sagen. Also K.H. Scheer und Clark Dalton haben das damals in ihrer Zeit genial gemacht, ganz gar keine Frage, sonst wäre Perry nie das geworden, was es ist. Aber wenn wir heute noch genauso wären und immer so gewesen wären, dann wäre sie ja schon lange tot. Und das schmälert jetzt überhaupt nicht das Werk der beiden, ja. Aber das hat sich natürlich weiterentwickelt, musste auch sein. Ja, also ich meine, es ist ja nicht bloß Perry Rodan, das sich verändert hat, sondern die ganze Filmkultur hat sich verändert. Ein James Bond aus den 60er Jahren ist nun mal nicht der James Bond, den wir in den 2000ern irgendwann gesehen haben. Genau. Ne? Daniel Craig ist einfach anders. Genau. Da wird natürlich drüber diskutiert, ist das noch ein Bond oder jetzt wollen wir ja einen neuen Bond. Ne? Da wird auch viel diskutiert, können wir den nehmen oder hat der das noch oder hat das nicht. Aber das ist klar, das ist der Wandel der Zeit. Ja, eben. Gut, jetzt würde mich mal interessieren, wie du deine ersten Autorenversuche gemacht hast und wie das überhaupt dazu kam, dass du hast gesagt, das war Dorian Hunter und so, ne? Genau. Wie kommt man da hin? Also, hast du jemanden gekannt oder hast du einfach gesagt, ich schreibe jetzt auch mal so einen Roman? Das war so, damals habe ich promoviert, wie gesagt, nicht abgeschlossen, aber war in der Promotionszeit und habe irgendwie halt noch ein paar Euro dazu verdienen müssen. Ich hatte ein Stipendium, das war auch schön, davon haben wir weitgehend gelebt. Aber ein bisschen Geld dazu verdienen war nicht schlecht. Da habe ich Korrektur gelesen bei Zaubermond, wo die Neuauflage lief damals von Dorian Hunter, eigentlich immer noch läuft, ja. Nicht mehr die Neuauflage, aber die Fortschreibung. Und habe dort Korrektur gelesen. Das heißt, den fertig gesetzten Band, auch Tippfehler und so weiter, durchgelesen, bevor er gedruckt wird. Und habe mir damit ein paar Euro verdient. Und als ich 100 Bücher für Zaubermond gelesen habe, habe ich zum Verlagschef gesagt, zum Dennis Erhard, komm jetzt, lass mich mal wo mitschreiben. Dann haben wir das gemacht. Habe ich ein Band geschrieben und alten Traum erfüllt halt, ja, wie ich vorhin erzählt habe. Und dann kam eben raus, dass Dennis zu mir sagte, ich habe es gelesen und es war auch total schlecht. Es war nicht das, was ich hören wollte. Aber es war so. Und da hatte ich jetzt aber das Glück, dass Dennis auf mich zu ist und gesagt hat, ja, ich sehe aber schon Talent und ich zeige dir mal, was du meiner Meinung nach alles falsch gemacht hast. Das hört man nicht gerne, aber das war unglaublich hilfreich. Und er hat mir ganz, ganz viel gezeigt. Dann haben wir den Band umgeschrieben und er hat dann noch mitgeschrieben und er hat noch umgeformt und dann ist er unter unser beider Namen erschienen. Dann hat Dennis einen Roman angefangen, den Folgeroman, und kam nicht weiter und hat gesagt, so, jetzt machen wir es umgekehrt, jetzt schreibst du meinen fertig. Das habe ich dann auch noch gemacht. Und ich glaube, der dritte Band in dem Hardcover war von Ernst, also Wilczek, was mein Idol war sozusagen, schriftstellerisch damals im Heftbereich. Und das war super, so habe ich angefangen und dann habe ich immer weitergemacht. Ich habe halt Zaubermond, wenn ich hier rüber gucke, ihr könnt es nicht sehen, aber wenn ich hier rüber gucke, habe ich mein Belegeregal. Wenn nicht, hänge ich die Kamera nachher mal so aus, dass wir da hingucken können. Da ist so eine Reihe, so und dann nochmal so und nochmal so, meine Zaubermond-Veröffentlichungen von damals. Und ja, von da bin ich zu Bastei weiter und dann bin ich recht schnell zu Perry weiter. Also zu Perry weiter heißt dann, ich habe die Redaktion angeschrieben und habe gesagt, hier, ich veröffentliche Jerry Cotton und Co. Kann ich bei euch auch mitmachen? Damals war dann Klaus Frick an der Macht sozusagen, an der Macht jetzt mit Augenzwinkern, Chefredakteur, habe ich ihm ein Taschenbuch von Jerry Cotton hingeschickt, was ich geschrieben habe.
habe gesagt, hier, das ist doch super, damit bewerbe ich mich jetzt bei euch. Klaus hat es dann gelesen und hat mir gesagt, du ahnst es vielleicht, was er mir gesagt hat, lieber Christoph, ich habe es gelesen, das ist aber nicht gut. Dann hat er mir alles wirklich um die Ohren gehauen, hat aber gesagt, okay, probieren wir es trotzdem mal. Dann habe ich einen Outline geschrieben und den hat Sabine Krock mir dann zerfetzt, die damals auch schon Redakteurin war, hat mir gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Und aber so lernt man, nur so lernt man, ja. Und dann habe ich bei Atlan richtig mitgemacht. Das ist ja. ich fasse es nicht, was ich da höre. Das ist nicht so, dass man da kommt und sofort der König der Schriftsteller ist. Nein, damit habe ich ja auch gar nicht so gerechnet. Aber wie forscht du an die ganze Sache rangegangen bist? Also, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt so einen Jerry Cotton geschrieben und jetzt will ich bei Perry Rhodan mitschreiben. Ja. Das würde heute auch so nicht mehr gehen, oder? Also, wahrscheinlich nicht. Also, nee. Wenn da jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich passe gut in euer Team. Aber hast du denn Klaus Frick dann schon irgendwie gekannt oder waren da irgendwelche Verknüpfungen zwischen Bastei und du hast es einfach gemacht, einfach so? Einfach gemacht. Ich nehme an, dass ich auf die Internetseite gegangen bin und da wahrscheinlich info@perryrhodan.de gefunden habe oder wie die Adresse damals war, da habe ich das hingeschrieben und habe das so gemacht und so war ich aber immer. Ja, der Klaus hat mich dann eingeladen, nachdem er meinen Jerry Cotton zerfetzt hat. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Und heute trage ich sie nicht. Das ist aber eine totale Ausnahme. Normalerweise immer, wenn ich öffentlich bin, habe ich diese Schirmmützen auf. Die Baseball. Ja, mich wundert schon die ganze Zeit. Ja, habe ich vergessen. Vorhin habe ich dann gedacht, ich habe die gar nicht auf, fühle mich ganz nackt. Und auf jeden Fall hatte ich die auch auf und hatte sie falsch rum auf, als ich in die Redaktion bin mit der Schleppe nach hinten und so und bin dann zu dem Klaus rein und Blabla und so, ja. Und später, viel später, ich glaube, da war ich schon Teamautor, hat Klaus dann zu mir gesagt, Christoph, dass du damals reingekommen bist und was von mir wolltest sozusagen und bist mit der Schirmmütze falsch, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Spinner? Gangster. Aber irgendwie hat das funktioniert, ja. Ja. Also, was ich da jetzt interessant finde, dieser Jerry Cotton Roman, der ist ja bei Bastei dann erschienen. Das heißt, da wurde ja offensichtlich abgesegnet und für gut befunden. Und wahrscheinlich haben auch etliche Leserinnen für gut befunden. Ja. Und das beweist ja eigentlich, dass die Rezeption von literarischen Werken auch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Also, genau. Du warst ja am Anfang wahrscheinlich, als du das abgeliefert hast, warst du ja zu Recht überzeugt, dass das ein guter Jerry Cotton Roman ist. Sonst hättest du es ja nicht abgegeben, ne? Also, ganz genau. Und dann kommt der Klaus Frick und sagt, pass mal auf, lieber Christoph, das ist ja totaler Käse, was du da gemacht hast. Ja. Das hat dich doch von den Schuhen gerissen, oder? Ja, schon. Da habe ich nicht mit gerechnet, sagen wir es einfach mal so. Ja. Klaus hat da einen recht strengen Blick drauf. Also streng jetzt nicht im Sinne von, oh, ich bin der Obermeister, ich weiß, wie das geht. Nee, einfach ein Qualitätsblick aus seinem Blickwinkel, wo er auch Dinge sieht, die anderswo nicht so gesehen werden. Da kann man sich drüber streiten, ja. Mhm, aber ich finde das Maß, was Klaus anlegt, eigentlich sehr gut. Sage ich jetzt nicht, um ihm zu schmeicheln, er wird es vielleicht sowieso nie sehen. Er hat schon in meine Videos reingeschaut, das weiß ich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht schimpft er demnächst mit mir. Christoph, darfst du sowas öffentlich nicht sagen? Nee, Quatsch, natürlich darf ich das sagen. Nein, er hat sogar schon mal ein Video von mir repostet. In seinem Blog hat er darauf hingewiesen, dass man sich das anschauen soll. Insofern müssten wir heute etwas ganz radikal falsch machen. Okay, alles klar. Jerry Cotton funktioniert auch anders als Perry Rhodan. Aber wie du sagst, wird Literatur natürlich unterschiedlich bewertet, unterschiedlich wahrgenommen. Ich finde den Blick, den Klaus Frick hat, sehr gut. Aber natürlich ist es auch nicht der einzig mögliche Blick. Man kann natürlich anders drauf blicken. Also es ist nicht umsonst so. Ganz, ganz viele Autoren sagen ja, Stephen King glaube ich auch, er hat sich bei 18 Verlagen beworben. 18 erfinde ich jetzt. Und der 19. hat dann gesagt, jawohl, das veröffentliche ich. Frau Rowling war das auch so. Harry Potter 1 ist überall abgelehnt worden. Ja. Bis er mal veröffentlicht worden ist. Ja. Und das ist ja offensichtlich ein gutes Buch, kann man einfach so sagen, wenn es kein gutes Buch ist, ist es eins, was aber auf dem Markt funktioniert hat und unglaublich viel verkauft hat. Aber 18 Mal abgelehnt. Wie gesagt, die 18 sind erfunden.
Das ist ja in der Musik auch so. Also das erzählen ja auch viele. Ich lese ja viele Musikerbiografien, genau. Und da ist genau dasselbe. Also die ersten Kapitel handeln davon, wie man immer wieder abgeschmettert wird. Das genau. ist Mist, was du da machst und bla bla bla. Und dann stellt man fest, da haben wir einen Welthit verpasst. Ja, so ist genau, es. Genau. So ist es. Okay, du hast als Autor also dann bei Perry, sind wir jetzt, bei Atlan angefangen. Das ist ja auch so der klassische Weg früher immer gewesen. Heute nicht mehr so. Heute vielleicht die Miniserien, ne? Also die gibt's ja auch wieder. Die Miniserien entsprechen dem so ein bisschen. Und Neo vielleicht auch, ja. Wo man mal sagt, pass auf, Christoph, da kannst nicht viel kaputt machen. Da kannst du jetzt mal schreiben. Und wenn, dann wirst du eben zerrissen und dann war's das mit dir als Perry Rhodan-Autor, ne? So, genau. So geht man daran. Jo. Aber trotzdem ist es für dich ja eine riesige Sache gewesen, vermute ich mal. Ne? Also ich bin drin bei Perry Rhodan. Das ist doch klar. Toll. Selbst wenn das nichts geworden wäre hinten draus, ja, hätte ich einen Atlan veröffentlicht, also einen Roman aus dem Perry-Universum. Das wäre toll gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Zählt es für noch mehr oder hat es noch mehr gezählt als ein Zamora oder ein Dorian Hunter? Ja. Also ist Perry Rhodan so die Stufe, wo man sagt, wenn man Heftromanautor ist, dann ist man geadelt. Also höher geht's nicht. Ist so, ja. Ja. Das kann man mit gutem Selbstbewusstsein sagen, weil es, glaube ich, objektiv so ist. Also die Marktspitze ist nun mal, wenn man auf Verkäufe nimmt, ist nun mal Perry Rhodan. Da braucht man auch nicht rumzudoktern. Das ist einfach so. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, Professor Zamora gefällt mir aber besser, das ist ja in Ordnung, ist ja gar keine Frage. Ja. Das kann ja jeder selbst so beurteilen, wie er will. Prima. Aber rein so zahlenmäßig ist Perry eben die Marktspitze. Ja. Ja, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gemeint, sondern für dich ganz persönlich. Also dieses Gefühl, ich bin Perry Rhodan Autor. Ja, absolut. Das war was Besonderes. Genau, genau. Weil die Serie, ist auch heute noch, oder? Ist auch heute noch, ja, genau. Genau. Es ist immer noch irre, ja. Ich meine, ja, ich war lange Jahre Perry-Autor und auf einmal war ich dann Perry-Exposé-Autor mit Hartmut zusammen, also mit Wim Wandemann zusammen. Das war natürlich auch nochmal so ein Ding, boah, klasse und so, ja. Dann habe ich spannend 3000 mit Hartmut geschrieben, Wahnsinn, Band 3000. Jeder von uns weiß doch, Band 1000, der Terraner von Willy Wolz, Band 2000, Ace von Robert Feldhoff. Das hat man einfach so im Sinn, ja. Und 3000 habe ich jetzt zur Hälfte mitgemacht, das war schon spitze. Ja, also da wollte ich jetzt ja auch natürlicherweise hin, ne? Der Exposé-Autor zusammen mit Wim Wandemann, seit nunmehr 12 Jahren, oder? 12 Jahre? Also 600 Hefte, wenn der Zyklus jetzt fertig ist, also bei drei haben wir 600 Hefte gemacht, ja. Dann gehen wir mal zum Anfang. Ich vermute mal, dass das ist so, der Uwe Anton, der wollte es, glaube ich, gar nicht so richtig machen, diesen Übergang. Ne? Also der hat ja mehr oder weniger, ist der eingesprungen für den Robert Feldhoff damals. Ja, ne? Genau. Aber es war jetzt nicht sein Traumjob, Exposé-Autor zu sein, aber der hat es halt dann eben gemacht, ne? für zwei Zyklen. So würde ich das auch sehen, ganz genau. Wenn ich mich richtig erinnere und mag sein, dass ich ganz leicht falsch liege, ich hoffe nicht, verbessere mich, wenn du es besser weißt, hat Uwe zunächst Krankheitsvertretung quasi gemacht für Robert und als Robert gestorben ist, ja, hat er eben weitergemacht und das war ja auch gut so. Das hat auch die Serie gerettet, weil irgendjemand musste es ja auch machen und das war super, dass Uwe das gemacht hat. Aber genau, das war nie, glaube ich, von ihm auch so gedacht, ich mache das jetzt bis in alle Ewigkeit. Ja, ja. Und jetzt gehen wir zu Band 2700 und da sind plötzlich zwei neue Expo-Graden da, also was Neues, oder was es schon längere Zeit nicht mehr gegeben hat, ist ja auch, dass es ein Team ist. Mhm. Und wie ist es denn zu diesem Team gekommen? Hat sich einer von euch beiden alleine das nicht zugetraut, von der Belastung her, von der Arbeitsbelastung, von der Zeit? Oder war das einfach ein Gedanke, Teamwork ist sowieso irgendwie genial? Also ich glaube, da kommt beides zusammen. Ich kann nur von mir jetzt mal definitiv was sagen, wie es bei mir war. Also klar wurde, dass wir jemanden brauchen quasi mit 2700 Folgende, habe ich zu Klaus Frick gesagt, wenn dieser Kelch zu mir kommt, nee, Spaß, also ich wollte es auch gern machen, wenn du willst, dass ich das mache,
Ja, aber ich mache es nicht alleine. Das habe ich ihm direkt so auch gesagt. Mhm. Weiß auch nicht, ob er gesagt hätte, Christoph, mach's alleine. Wahrscheinlich hätte er mir das gar nicht angeboten. Ja, aber es war von mir aus auch einfach so, dass ich das nicht alleine machen wollte wegen der Arbeitsbelastung, weil ich eben auch andere Dinge mache neben Perioden her. Und Hartmut, ja, ist nun mal Lehrer im Hauptberuf sozusagen oder in seinem einen Beruf. Ich glaube, der Periodenautor ist genauso ein Hauptberuf, wie sein Lehrer ist, aber er ist eben auch Lehrer und hat da auch viel zu tun. Und ob er das jetzt alleine hätte stemmen können, weiß ich auch nicht. Musst du ihn mal fragen bei Gelegenheit. Aber da hat sich das natürlich angeboten, dass wir das einfach zu zweit machen. Und natürlich auch der Teamgedanke im Sinne von rein inhaltlich ergänzt sich natürlich. Hartmut ist auch ein ganz anderer Typ als ich, mit seinen Ideen und seiner Herangehensweise. Ich bin, ich sag mal, geerdeter als er, ohne das jetzt irgendwie zu werten, ja. Ich bin geerdeter als er und das ergänzt sich prima. Oder hat sich immer prima ergänzt. Also ja, er ergänzt sich ja immer noch, wir sind ja noch dabei, ja. Ja, klar. Gab es denn da so eine Art Arbeitsteilung, sodass man gesagt hat, du bist jetzt für das zuständig und ich bin eher für den Bereich zuständig? Oder habt ihr gesagt, die nächsten 10 Bände mache ich und die nächsten 10 Bände mache ich? Oder? Wir haben immer von Anfang an beide an jedem Exposé gearbeitet. Also wir hatten nie diese Sache, ich mache die eine Handlungsebene, Hartmut macht die andere Handlungsebene. Sowas meinte ich, ja. Ja, genau, das haben wir nie gemacht. Also es gab einmal eine rein zeitliche Sache, da habe ich ein bisschen was alleine gemacht, aber das war die Ausnahme-Notfallsituation quasi. Wir haben immer an jedem Exposé zusammengearbeitet und da hatten wir auch eine klare Arbeitsteilung, wer wie was macht bei der Exposé-Erstellung. Und du erinnerst dich, William Volz hatte damals die 3 ultimaten Fragen und da hat er sich ja geirrt, weil es gibt ja 4 ultimate Fragen und die 4. ist, wie ist die Arbeitsteilung zwischen Hartmut und mir, und die hat Perry Roden nicht beantworten können und die beantworte ich auch nicht. Ja, also das bleibt ein Geheimnis. Ach so, okay. Ja, aber wir haben tatsächlich jedes Exposé zusammen erstellt. Ja, gut, das ist jetzt die reine Arbeit, das, was dann weitergegeben wird. Und wie ist das mit der Ideenfindung? Wart ihr da in ständigen Austausch miteinander? Wie kann man sich das vorstellen? Also das Exposé entsteht ja erst dann, wenn schon mal klar ist, was da drin stehen soll. Habt ihr euch da getroffen oder gab es dann auch schon vor 10 Jahren Online-Meetings, so wie wir uns jetzt unterhalten? Oder wie läuft es? Oder Telefon? Wir haben uns immer mal getroffen. Auch mit Klaus Frick noch dazu, um so grundlegende Dinge zu besprechen und so. Hartmut und ich haben viel telefoniert. Also das war unser Medium, ja, dass wir telefoniert haben. Ja. Aber wie gesagt, 4. ultimate Frage. Also ja. Über den Ablauf, wie das Exposé entstanden ist, haben wir irgendwann entschieden, das braucht keiner zu wissen, das behalten wir uns. Aber ja, viel telefoniert. Ja, du hast ja jetzt so trotzdem schon einiges gesagt, was ja, hab ich. War. Genau, habe ich. Ja. Und ist ja klar, was vereinbart ist, was nicht gesagt werden darf, darf nicht gesagt werden. Ich würde dich ja jetzt auch nicht fragen, was passiert in den letzten Heften bis zum nächsten Zyklus. Diese Frage hast du vielleicht erwartet, aber die stelle ich nicht. Ehrlich gesagt wäre das auch Unsinn, die zu stellen, weil erstens beantworte ich das sowieso nicht und zweitens, willst du das wissen? Nee. Willst du gar nicht wissen, ja. Aber ich weiß, dass das in Interviews gelegentlich gefragt wird, weil die Leute wissen wollen, wie geht's denn weiter. Aber gut, das wollen wir jetzt auf überhaupt gar keinen Fall. Ne? Genau, das will ich auch tatsächlich nicht verraten, natürlich. Ja. Logisch. Das ist eher immer so ein Spiel, wenn man bei Periodenveranstaltungen auf der Bühne sitzt und der Moderator versucht, dir herauszulocken, irgendwelche Spoiler. Ich denke, das ist eher so ein Spiel, weil letztlich will der Leser das ja auch nicht wissen, behaupte ich jetzt. Genau. Dann gehen wir mal auf die Metaebene. Was mich jetzt diesbezüglich aber trotzdem interessiert, wir haben ja ab dem nächsten Zyklus einen neuen Exposé-Autor. Und da interessiert mich jetzt einfach die ganz simple Frage. Arbeitet ihr jetzt schon zusammen darauf zu, dass diese Staffelübergabe geschmeidig wird? Sprich, ist der Ben jetzt da schon mit eingebunden in dem, was ihr jetzt tut, sodass der Übergang, ja, wie soll ich es anders sagen, einfach fließender wird? Oder ist es auch noch geheim? Und
Klar, Ben weiß genau, was passieren wird bis zum Ende und unseres Zyklus, ich sage es unseren, also den Hartmut-Christoph-Zyklus bis 3299, weiß Ben ganz genau, was passieren wird und ist natürlich eingebunden. Und es ist ja so, dass Ben ab 3.3 alleiniger Exposé-Autor ist und dass ich ihn aber unterstütze. Mhm. Das heißt, ich bin sowieso dabei und bin mit Ben in ständigem Austausch und unterstütze ihn ein bisschen bei der Erstellung und so. Das heißt, eben über die Personalie Christoph Dittert ist dieser Übergang sowieso gewährleistet, weil ich sowohl mit Hartmut die alten Exposés erstelle, als auch Ben bei den neuen unterstütze. Und Ben hat schon, also da gibt es schon eine Menge Exposés im neuen Zyklus, die schon fertig sind. Also es ist nicht so, dass da Dinge entstehen, das ist schon sehr weit gediehen. Ja. Mhm. Ah, schön. Das, ja, aber so weit ist ja auch gar nicht mehr hin, wenn man es... Ja, so weit ist nicht. Welche Nummer ist gerade am Kiosk? Ich weiß nie, was gerade am Kiosk ist. Wir sind jetzt bei... Nummern? Ja. Irgendwas mit 70, oder? Kannst ja, das könnte hinkommen. Ich weiß halt, welche Exposés ich gerade, an welchen Exposés ich gerade arbeite, sowohl im alten Zyklus als auch im neuen mit Ben zusammen und so. Und da weiß ich die Erscheinungsdaten, wo sind wir eigentlich, die habe ich meistens nicht im Kopf. Ja. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit als Exposé-Autor mit der als Autor? Ich stelle mir vor, diese ganze Planung über 100 Hefte ist ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also wie macht man das überhaupt? Also das ist ganz einfach, das ist der nackte Wahnsinn. Ja, also ja. Das alles so, also man weiß natürlich, also ich spreche jetzt mal so von Hartmut und mir, vielleicht haben andere Kollegen das anders gehandhabt, glaube ich aber nicht. Man weiß nicht alles ganz genau, wenn man anfängt, den Zyklus zu planen. Wenn ich die ersten Exposés schreibe, weiß ich nicht, was in den 70er Bänden passiert. Aber ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, welche Linien da hinlaufen. Aber wenn ich weiß, hier fange ich an und hier höre ich auf, dann kann ich ja so dahin gehen oder ich kann so dahin gehen. Ja, und das... Diese Sachen, das weiß man noch nicht so genau. Man hat unglaublich viel im Kopf, plant Figuren, man plant diese Linien, die Hintergründe. Wenn ich das große Geheimnis der Superintelligenz XYZ am Ende habe, dann muss ich das am Anfang natürlich wissen und dieses Geheimnis aufbauen, indem ich von außen drauf schaue oder eine komische Perspektive habe oder was auch immer. Und solche Dinge im Kopf, das ist nicht ohne. Also das geht mit viel Planungen einher, mit vielen Notizen, mit viel Austausch, mit viel Gedanken, Hirnschmalz und also so Exposé-Autor bei Perioden ist schon so mit der verrückteste Job, den man sich so vorstellen kann, glaube ich. Ja. Und noch dazu, dass du musst ja auch eigene Romane dann auch noch schreiben, so richtige Romane, ne? Und, ja, und das Ganze. Und du musst dich ja auch mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Im Rückblick auf deine 12 Jahre. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Arbeit, die du da abgeliefert hast? Gibt's etwas, auf was du besonders stolz bist? Und gibt's etwas, wo du sagst, naja, da hat's tatsächlich ein bisschen geknirscht? Ja, das gibt's. Also es gibt beides. Und im Nachhinein sieht man auch einfach Dinge, wo man sagt, hätte man auch ganz anders machen können, jetzt weiß ich das. Aber das weißt du vorher nicht. Figuren als Exposé-Autor, Figuren, die wirklich bleiben sollen für einen Zyklus oder so, ja, also so Hauptnebenfiguren. Jetzt nicht unsere Unsterblichen, sondern irgendwelche Figuren, die halt einen Zyklus lang Handlungsfragen sind und so, die stellt man sich ja so und so vor. Und dann denkt man, ja, da haben sie diese Rolle und da kommt das und das dabei raus. Und dann ist halt die Frage, funktioniert die Figur oder nicht? Und auf einmal merkt man am Ende im Rückblick, hätte man auch anders machen können, die Figur hätte es gar nicht gebraucht, zum Beispiel oder so. Ja, die Funktion, die Figur hat, hätte man auch anders machen können. Nur das siehst du vorne nicht. Und das ist bei Perioden natürlich auch nochmal anders, weil egal, was wir als Exposé-Autoren uns so ausdenken, umgesetzt wird das ganze Ding ja von den Teamautoren. Und Perioden, das, was am Kiosk liegt, das, was jeder Leser und jede Leserin liest, sind keine Exposés, sondern sind die Romane, die draus gemacht worden sind. Und ja, die entsprechen nicht 100% dem Exposé und das ist auch gut so. Ja. Ja, der Robert hat mir gesagt, also es ist sogar gewünscht, dass es nicht unbedingt immer dem Exposé entspricht, weil es soll ja jeder Autor logischerweise seine eigene Persönlichkeit reinbringen. Das wollt ihr ja auch, ne? Weil sonst wäre es ja alles, sonst könntest du ja gleich alle 100 Romane schreiben. Ne? Genau.
Genau. Also ich würde das zeitlich nicht hinbekommen, alle 100 Romane zu schreiben, aber angenommen, ich hätte die Zeit, ich könnte in 4 Tagen einen Roman schreiben, dann 3 Tage Pause machen, angenommen, das wäre so, und ich könnte das durchhalten, wäre es aber nicht erstrebenswert, dass jetzt die nächsten 100 Bände alle von mir geschrieben sind. Das wäre vielleicht schön für mich, für mein Bankkonto oder so, ja, und das wäre nicht erstrebenswert für die Serie. Von daher war schon immer das Teamwork, und natürlich soll von jedem Teamautor auch das eigene da drin stecken. Das war von Anfang an so. Also Kara Scheer und Clark Dalton, die können ja unterschiedlicher gar nicht sein. Genau. Und das hat es aber ausgemacht. Ne? Also schon die Gründerväter waren sehr, sehr unterschiedlich. Und da konnte der eine sagen, naja, ich mag lieber Kara Scheer. Und der andere hat gesagt, ja, aber mir ist der Clark Dalton schon wesentlich lieber. Ne? Und, genau. Also wenn ich jetzt zurückgehe in die Zeit, wie ich gesagt habe, bevor ich Autor war, wo ich reiner Leser bei Parry war und unglaublich viel gelesen habe, ich hatte dann schon die Romane, wenn man sie aufschlägt, ist jetzt kein Parry, ist jetzt ein Fragezeichenband, und man sieht dann hier geschrieben von dem und dem Autor, oh ja, da freue ich mich drauf, und geschrieben von dem und dem Autor, sehe ich halt auch, weil man halt jeden Parry liest. Ich nenne jetzt keine Namen, und von meinen jetzigen Kollegen sind alle super, das ist klar. Ne? Aber damals gab es auch Autoren, die ich persönlich nicht gern gelesen habe, die aber andere Leute natürlich gern gelesen haben. Das ist ja auch das Geheimnis. Wenn ich keinen Ernst Wilczek mag, ich nehme ihn jetzt als Beispiel, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass ich ihn mehr besonders gemocht habe. Ja? Angenommen, ich mag keinen Ernst Wilczek, andere mögen ihn aber. Und das ist ja das Geheimnis bei Parry. Man hat diese Autoren, die man mag, man hat die, die man nicht so mag. Und das ist deswegen, weil wir eben nicht stromlinienförmig, jeder schreibt genau gleich, sondern jeder schreibt so, wie er schreibt. Jeder Autor ist ein Individuum, und das spiegelt sich in den Texten wieder. Und das soll auch so sein. Und das gefällt nun mal nicht jedem gleich gut. Mein Roman ist was komplett anderes als ein Robert Corvus-Roman. Damit sage ich nicht, der eine ist besser, der andere ist schlechter, aber jeder Leser wird das eine oder das andere lieber mögen. Mhm. Das ist einfach so. Ja, und das trifft ja nicht bloß auf die Perry Rhodan-Serie zu, sondern auf alles, was sich im kulturellen Bereich abspielt. Ne? Genau. Einer findet den einen Film gut und der andere nicht. Und bei Musik ist es so, und bei Bildern und Kunst ist es so. Alles klar. Und das ist ja auch legitim, dass man etwas nicht gut findet, was ein anderer gut findet. Ja, es wäre ja seltsam, wenn es anders wäre. Ne? Und auch wesentlich uninteressanter, finde ich. Ja, genau. Obwohl das natürlich für den Autor, der vielleicht jetzt irgendwie Hiebe bekommt, nicht immer schön sein mag. Aber du hast ja in deinen Anfangsjahren schon so viel Prügel auch eingesteckt und bist ja auch dankbar dafür gewesen. Ne? Ja. Also du empfindest es im Nachhinein ja nicht als schlimme Erfahrung, sondern deswegen bist du jetzt da, wo du bist, weil diese Prügel am Anfang waren. Genau. Ohne das keine Chance. Also, ja. Wenn Dennis Erhardt mir damals nicht so viel beigebracht hätte, bei Bastei auch verschiedene Leute so, und Klaus fragt sehr viel. Als ich dann zu den 3 Fragezeichen kam, können wir nachher nochmal reden, denke ich. Ja, ja. Dass ich da wieder Prügel bezogen habe und so. Ja, und das ist das Tolle daran. Also, es ist nicht schön in dem Moment, aber das ist das, was dich als Autor weiterentwickelt und weiterbringt. Jetzt muss ich doch eine Frage einschieben, die hatte ich jetzt gar nicht geplant. Wie ist es aber dann, wenn man von Lesern Prügel bezieht? Also nicht von Lektoren und mit dem muss man sich ja als Autor auch auseinandersetzen, dass ein Leser vielleicht bei Amazon sagte, es war aber totaler Mist, hat mir gar nicht gefallen. Trifft dich das oder sagst du da, wie du jetzt eben das formuliert hast, es kann ja gar nicht jedem gefallen. Also ich kann damit umgehen, dass jemand sagt, der Roman von Christian Montilon, den fand ich blöd. Damit muss jeder Autor umgehen, weil es wird jedem so gehen. Ja? Da bin ich zwiegespalten. Ich finde, es gibt 2 Arten davon, dass der Leser dir Prügel gibt. Die eine, die stimmt. Die andere ist eine Art von Prügelei, die ich nicht an mich ranlassen kann. Ein notorischer Nörgler, der alles schlecht... Also, es klingt jetzt blöd, aber es gibt ja in allen laufenden Franchises, die schon wie alt sind, ist bei den 3 Fragezeichen so, ist bei Star Trek so, ist überall so. Da gibt es die Leute, die jede neue Folge lesen oder sehen bei Star Trek
und jede neue Folge absoluten Müll finden und nur dazu da sind, im Internet jetzt an 17 Stellen zu verbreiten, dass das schlecht ist. Und nächste Woche wieder dasselbe und über Jahre. Das kann ich nicht ernst nehmen. Dann sage ich mir, hör halt auf damit. Ja, warum schaust du dir dann jede Folge Star Trek an? Ich habe jetzt ein bisschen überzeichnet. Ja, das ist natürlich überzeichnet, was ich eben mache. Diese Leute nehme ich dann ganz ehrlich auch nicht mehr so ernst. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Kritik, die einfach stimmt. Ja, lesen meine Romane, denen gefällt es nicht, weil, und dann kommt eine Begründung, die kann ich manchmal nachvollziehen, weil es einfach stimmt. Manchmal ist es auch subjektives Leserempfinden, dann ist es für den Leser trotzdem richtig. Dann würde ich es als Autor vielleicht nochmal genauso machen. Und der Leser hat ja trotzdem recht, wenn er das so empfindet, dann ist es so. Ja. Und sowas, daraus lernt man auch viel. Ja. Also eine sinnvolle Kritik lernt man viel. Aber du verstehst, glaube ich, worauf ich raus will. Klar, und natürlich macht auch der Ton immer die Musik. Ne? Der Ton macht die Musik. Ich habe schon gelesen, was ich für psychische Syndrome habe, und das kann ich dann nicht ernst nehmen. Ja? Schon klar. Oder es gibt, will ich jetzt auch gar nicht so vertiefen. Genau, aber Fazit dieser Sache ist sehr wertvoll, vernünftige Leserrückmeldungen. Also ich bin unglaublich viel unterwegs mit Lesungen. Das ist jetzt, Perry macht mir das nicht so unbedingt, da bin ich immer mal auf einer Veranstaltung, und mit 3 Fragezeichen bin ich unheimlich viel unterwegs auf Lesungen. Heute Morgen zum Beispiel war ich in dem Gymnasium, hatte 4 Schulklassen vor mir und habe den Lesung gehalten. Und da bekommt man natürlich ganz viel direkte Rückmeldungen. Das ist total wertvoll. Ja? In dem Fall von Kindern, ja, die spontan Antworten nicht reflektiert oder so, das gut oder schlecht finden, sondern spontan, aber das ist total wertvoll. Daran sieht man, was kommt an und was kommt nicht an. Wie wertvoll sind denn solche Lesungen für dich? Ist es nur, oder ich sage es anders, also es ist natürlich ein Job auch zur Promotion für das, was man tut, aber es ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine Befriedigung, weil du siehst, welche Wirkung dein Geschriebenes auf dein Zielpublikum hat, oder? Ja, genau. Also man bekommt einfach eine unmittelbare Rückmeldung, und das ist total wertvoll. Für mich als Autor ist es auch deswegen, also für mich als Mensch, ist es deswegen auch einfach wertvoll, weil wenn ich nun mal schreibe oder Exposés erstelle, sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer alleine vorm Computer, und wenn ich Lesungen halte, bin ich draußen, habe mit Menschen zu tun, sehe das Publikum, was das liest, bin unterwegs, erlebe was. Das ist total wertvoll. Also das möchte ich überhaupt nicht mehr missen. Ja. So eine spätere Frage wäre es auch noch gewesen, über die Einsamkeit des Autors. Ich meine, jetzt abgesehen von der Familie und dem, was du im privaten Umfeld natürlich hast, aber der Beruf an sich, dass man jetzt keine Kollegen hat, dass man nicht in ein Büro geht und tauscht sich aus und was hast du gestern gemacht und so weiter. Ne? Dieses vor sich hinwurschteln, siehst du das aus als Belastung? Das habe ich ja aus den Worten jetzt ein bisschen rausgehört. Manchmal ja, aber an sich genieße ich das auch. Also ich kenne es auch gar nicht anders. Ich hatte nie einen Beruf, wo ich ins Büro oder in die Firma oder was auch immer gegangen bin. Hatte ich nie gehabt. Von daher kenne ich es nicht anders. Aber meistens finde ich das auch schön, weil man seine Ruhe hat und weil man in den Text reingehen kann und so, ja. Und also ich bin jetzt jemand, wenn ich mal nicht mehr so schreiben kann, es geht nicht voran, dann schickt meine Frau mich manchmal weg. Also es klingt jetzt so, meine Frau schickt mich weg, um mir zu helfen, weil sie weiß, du musst jetzt mal wieder ein paar Tage irgendwo hin. Und dann verreise ich manchmal auch einfach, um zu schreiben. Und da reise ich ja bewusst auch in Einsamkeit. Ja? Da bin ich noch einsamer als zu Hause, aber in einem anderen Umfeld, sehe andere Dinge. Das setzt bei mir jetzt als Mensch unheimlich die Kreativität und die Schreibfähigkeit frei. Ja, sehr schön. Dann wollen wir jetzt mal auch dazu gehen. Also du hast ja Gruselromane geschrieben, du hast die 3 Fragezeichen geschrieben und du hast Perry Rhodan geschrieben, und das ist aber noch lange nicht alles. Über deine sonstigen Projekte reden wir dann auch noch. Aber was mich in dem Zusammenhang interessiert, wie bringst du denn diese ganz verschiedenen Themen in dir zusammen? Also die meisten sind entweder Science-Fiction-Autoren oder Fantasy-Autoren oder Krimi-Autoren oder Gruselroman-Autoren oder Kinderbuch-Autoren. Wie schaltest du denn zwischen diesen einzelnen Bereichen hin und her? Also du musst ja für Kinder ganz anders schreiben als für Coco Zamis. Völlig. Machst du anders. Das?
Ja, also völlig anders. Kinderbuch schreiben ist was ganz, ganz anderes als Erwachsenenbuch schreiben, unabhängig vom Genre und so, ja. Und also Grusel schreibe ich schon lange nicht mehr tatsächlich. Hat sich einfach so ergeben. Und hin und her schalte ich einfach so, das geht einfach ganz automatisch. Also ich brauche diese Abwechslung. Die Abwechslung ist es, was für mich unheimlich wertvoll ist. Und das sind die Dinge, die ich in meinem Privatleben auch habe. Also so Fantasy, Science Fiction lese ich auch unheimlich gern. Also ich lese auch Grusel sehr gern, das schreibe ich jetzt halt nicht mehr. Aber Fantastik, nennen wir es mal so, lese ich gern. Und mit Kindern habe ich viel zu tun. Und ich lese auch tatsächlich immer mal wieder ein Kinderbuch gern, einfach privat, aus Spaß, nicht jetzt als Dienstlektüre sozusagen. Und in diesen beiden Welten mich zu bewegen, das geht ganz natürlich. Also muss ich sagen, da habe ich keine Probleme. Im Gegenteil, wenn ich jetzt sagen würde, die nächsten 4 Monate mache ich mal nur Peri Rodan, da wird mir was fehlen. Genau umgekehrt, die nächsten 4 Monate mache ich nur 3 Fragezeichen, wird mir auch was fehlen. Ja, von daher ist das super. Es passiert dir also nicht, dass du bei 3 Fragezeichen zu komplex schreibst und bei Peri zu kindgerecht. Es könnte ja sein, dass man sich da irgendwie nicht, also du kannst da richtig umschalten. Man kann sagen, jetzt bin ich in der 3-Fragezeichen-Welt und da darf jetzt nicht ein Rätsel sein, das außer mir keiner durchdringt. Meiner Meinung nach kann ich das, ja. Mhm. Ah, das ist würde ich einfach so sagen, meiner Meinung nach ja. Nun gibt es bei Peri Rodan manchmal Stimmen unter den Lesern, die sagen, ja, da merkt man den Kinderbuchautor. Trifft dich das? Das trifft mich ein bisschen, ja. Wobei, den Kinderbuchautor, da kann ich nichts Negatives dran sehen. Ich glaube, so ist es auch im Normalfall nicht gemeint. Wenn es doch so gemeint ist, ja bitte, dann ist es so ein Fall, wo mir egal ist. Wenn jemand sagt, ein Kinderbuchautor ist was Schlechtes, dann soll er das sagen. Dann hat er nicht schlecht, meiner Meinung nach. Aber wenn man sagt, im Peri hat es nichts zu suchen, das ist ja kein Kinderbuch, das stimmt natürlich. Ja. Und habe ich neulich wo gelesen, bei der und der Stelle bei Peri, da merkt man den Kinderbuchautor. Da habe ich mich gefragt, ich weiß es nicht, ja, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, hätte der Leser das auch so empfunden, wenn ich keine Kinderbücher schreiben würde? Hätte er das dann auch empfunden? Ja. Das wirkt ja wie aus dem Kinderbuch. Ich glaube nicht, also in dem Fall hätte er es, glaube ich, gar nicht so empfunden, sondern das war eine Wahrnehmung, weil er gedacht hat, na, das ist ja der Kinderbuchautor. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ja, ich bin da nicht das Maß der Dinge. Aber da habe ich versucht, drüber zu reflektieren, was ich gesagt habe. Das sind wertvolle Rückmeldungen. Mhm. Ich muss mich halt entscheiden, was mache ich damit? Und in dem Fall hätte ich damit gemacht, ich glaube, da hat er sich getäuscht. Aber vielleicht hat er auch recht. Ich muss jetzt schmunzeln, weil im Interview mit Leo Lukas, da ging es um ganz was Ähnliches und der hat eigentlich das Gleiche gesagt wie du jetzt auch. Da ging es nämlich um die Frage Kabarettist und Peri Rodan Autor. Ne? Mhm. Und er wird öfters mal damit konfrontiert, dass gesagt wird, bei deinem Roman merkt man, dass du Kabarettist bist. Ne? Du musst immer deine politische Meinung da kundtun und auswalzen. Ne? Und dann hat er genau dasselbe zu mir gesagt wie du jetzt. Ja, spannend. Würden denn die Leute das auch sagen, wenn sie gar nicht wissen würden, dass ich Kabarettist bin? Mhm. Und er kam zur selben Schlussfolgerung wie du. Mhm. Nein. Und ich glaube es auch. Ich glaube es auch, dass das so ist. Also man weiß es eben und dann sagt man, ah, da ist er wieder, der Kinderbuchautor. Genau. Ich habe es gefunden. Finde ich gut. Ja. Aber es ist interessant, ne, dass ihr da ähnliche Erfahrungen macht und gerade die Leute, die eben auch in anderen Bereichen unterwegs sind. Mhm. Ja, und Kabarettist ist eben auch so etwas, naja. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir mal zu deinem aktuellen Projekt. Denn das ist jetzt momentan draußen. Chimera, hast du jetzt gesagt, ne? So sag ich, aber wie gesagt, ich bin halt der Schriftsteller. Ich tippe die Dinger nur runter. Ich brauche sie nicht auszusprechen. Und das Ganze heißt Dekio oder Dekio. Ich sag Dekio, weil ich Peri Rodan geschult alles auf Deutsch ausspreche dann. Ja, ich will es ja nur wissen. Das ist ein Schiffseigenname, Dekio. So wie wir die Sol haben oder die Rastschubai. Ich will nur nichts Falsches sagen. Ne? Ja, also, wie gesagt, ob ich da recht habe, weiß ich nicht. Vielleicht wird mir auch Dekio. Du hast immer recht, wenn du das schreibst. Also du kannst sagen, das wird in 95% der Fällen so und so ausgesprochen, aber ich habe es erfunden. Bei mir ist das ganz anders.
Sehr gut, Dankeschön. Genau. Dann erzähl uns mal, um was es ungefähr geht und warum. Da kommen wir später zu. Jetzt sag mal eine kurze Inhaltsangabe, was den Leser da erwartet, wenn er das sich jetzt zulegt. Also das Ding ist für mich auch Neuland. Erzähle ich ganz kurz, was es überhaupt ist. Es ist also eine E-Book-Only-Veröffentlichung. Es ist eine kleine Trilogie. Die einzelnen Bände sind Periodenheftroman lang. Habe ich auch gedacht, das kommt dem Periodenleser entgegen, der ja das Zielpublikum ist. Das ist eine Science-Fiction-Trilogie, 3 kurze Bände. Gibt es nur als E-Book, ich habe mir eine Leseprobe gedruckt. Halt mal in die Kamera, das sieht man. Spiegelverkehrt, bei mir ist es spiegelverkehrt. Nee, wenn es spiegelverkehrt ist, dann heißt es, ihr müsst ihr euch konzentrieren und mit dem Kopf umdenken. So sieht es aus. Also eigentlich, wie gesagt, E-Book only, Science-Fiction, relative nahe Science-Fiction. Wir sind also in Raumfahrt unterwegs, aber wir machen nicht wie bei Periroden jetzt galaxienweite Reisen und solche Sachen, sondern wir reisen mit ein bisschen Mühe durchs All und wir machen das eigentlich deswegen, weil so ein großes Wirtschaftskonsortium Schiffe ins All schickt, weil man hat auf anderen Planeten entdeckt, da gibt es Pflanzen, da gibt es einfache Tiere und mit denen kann man ja Geld machen. Also sprich, die Schiffe sind eigentlich unterwegs, um auf irgendeinem Planeten einfache Tiere zu finden, die einzusammeln, zu versuchen, ob man die auf der Erde in unseren Lebensbedingungen halten kann. Und dann hat man ein super Statussymbol, was total viel wert ist. Ich habe hier ein Hündchen von sowieso, also Hündchen ist jetzt sehr weit entwickelt. Ich habe hier einen Wurm von dem und dem Planeten und das ist voll das Statussymbol. Sprich, man macht Raumfahrt für Geld. Und wir sind eben in der Dekio, in dem einen Suchschiff sozusagen. Unsere Hauptfigur ist der Überlebensspezialist des Schiffes, weil das Wirtschaftskonsortium hat die Auflage, in jedes Schiff muss ein Überlebensspezialist rein, wenn was passiert, dass der die Crew retten kann. Das Schiff stürzt ab und das Dumme ist, unser Überlebensspezialist ist ein Heuchler, der hat sich da reingemogelt, weil eigentlich nie was passiert, der hat keine Ahnung von Überlebensspezialistentum, hat er dann aber überlebt und muss jetzt Überlebensspezialist sein. Das Ding ist so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern geschrieben, obwohl es auch ziemlich erwachsen ist. Also es geht schon auch ein bisschen zur Sache. Und sie sind dann auf diesem Mond abgestürzt. Da gibt es ein komisches Gebiet, ich nenne das die Senke. Da gibt es eine starke Vegetation und die hat ein Geheimnis. Und da kommt unser Held einfach rein und wird in dieses Geheimnis reingeschmissen. Mhm. Also darum geht es so ungefähr. Der Cliffhanger in Teil 1, habe ich schon gesagt bekommen von ein paar Lesern, der wäre echt schlimm. Ja, also meine Empfehlung ist jetzt Band 1 unbedingt zu lesen, bevor Band 2 kommt, damit man so noch 2-3 Wochen, also Mitte April kommt Band 2, damit man noch so 2-3 Wochen diesen Qual hat, wie geht's weiter? Weil der Cliffhanger, den finde ich auch persönlich selbst sehr gelungen, muss ich sagen. Hast du es gelesen? Also, ich habe es gekauft, aber noch nicht gelesen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, hab's gekauft. Spaß. Und ich sag's dir ganz ehrlich, weil ich möchte eigentlich darauf warten, bis ich alle drei habe. Also ja, mir sind ehrlich gesagt diese Abstände zu groß. Also ich habe so die Befürchtung, dass ich wieder rausgeschmissen werde aus dem Ganzen. Aber ich hab's. Ja. Ich hab's bereits. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich werde auch die beiden anderen haben. Ja, sehr gut. Wenn alle Perry-Leser das kaufen, bin ich ja auch zufrieden. Ihr müsst ja gar nicht lesen. Nein, Spaß. Aber ich verstehe den Gedanken, klar. Das ist insgesamt sozusagen eine Taschenbuchlänge, also 3 Perry-Hefte. Die kann man dann auch, wenn Teil 3 erscheint, ruckzuck am Stück lesen. Das ist ganz klar. Ja. Genau. Da wollte ich auch fragen, warum du beschlossen hast, das als Dreiteiler zu bringen, zeitversetzt und nichts, weil vom Umfang her hätte das doch auch ein Buch geben können, das genau. Du rausbringst und wo man sagt, ja, jetzt habe ich das ganze Ding. Oder ist es so aufgebaut, dass diese 3 Teile tatsächlich sichtbar sind als 3 Einheiten? Da muss ich ein bisschen ins Eingemachte gehen. Mach. Ich springe zurück. Ich habe dieses Science-Fiction-Buch hier, das habe ich mir hier hingelegt, dieses Science-Fiction-Buch veröffentlicht bei Piper, Fallen der Stern. Fallen der Stern? Der ist erschienen irgendwann in der Corona-Zeit und Chimera hätte sollen der Nachfolger davon werden. Und ich habe angefangen zu schreiben für Piper,
ich habe tatsächlich einen Vertrag von Piper sogar. Ja, ich habe im Nachwort des E-Books habe ich ein paar Seiten geschrieben, Nachwort, wo ich diese Geschichte, die ich jetzt so knapp wiedergebe, ein bisschen ausführlicher erzähle. Ich hatte tatsächlich einen Vertrag von Piper, dass das Buch erscheinen soll. Ich habe angefangen zu schreiben und ich habe es nicht hingekriegt. Ich konnte nicht mehr weiterschreiben. Da hatte ich die totale Schreibblockade und habe den Termin verschoben. Dann habe ich den Termin nochmal verschoben, dann habe ich den Termin nochmal verschoben. Und irgendwann habe ich zu Piper gesagt, ich krieg's nicht hin. Da haben wir den Vertrag aufgelöst. Das erste Mal in meinen 25 Jahren als Autor habe ich einen Vertrag wieder aufgelöst, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ich wusste, was passiert. Es war mir alles klar, aber ich konnte es einfach nicht schreiben. Und dann lag nun dieser Roman auf meinem Desktop rum und lag jetzt ein Jahr oder so nochmal rum, nachdem ich aufgegeben habe. Und da habe ich gedacht, und jetzt geht's. Und jetzt mache ich es halt im Self-Publishing. Ich probiere es einfach mal und wollte dann ein Taschenbuch schreiben. Also Taschenbuchlänge, ja, so wie es ursprünglich geplant war. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, naja, es sollen ja eigentlich die Perry-Leser als Zielpublikum lesen. Die sind ja gewohnt, kurze Romane zu lesen, Perry-Romane. Und habe nachgedacht und es hat wunderbar gepasst. Also in der Struktur des Taschenbuchs war das Ding eigentlich eine Trilogie. Ne, das waren in drei Abschnitten, sogar im Exposé schon in drei Abschnitte geteilt, was so passiert. Und da habe ich gesagt, aus den drei Abschnitten machst du jetzt komplett drei Romane. Und bringst sie nacheinander raus und machst drei kleine und schau mal, was passiert. Und das funktioniert für mich wunderbar. Ja? Okay. Das funktioniert wunderbar. Also das sind auch inhaltliche Argumente und nicht bloß marketingtechnische. Ja, ja, genau. Also das war von Anfang an als Trilogie ausgelegt. Nur im Verlag, bei Piper oder so, ja, hätte man nicht eine Trilogie draus machen können, weil dann wären es drei super dünne Taschenbüchlein gewesen. Sowas veröffentlicht man ja nicht, ja. Nicht mehr. Während das als E-Book im Self-Publishing kann ich das ja so lang und kurz machen, wie immer ich will. Und eigentlich kommt es dem Inhalt total entgegen. Also das ist die Leseprobe, das ist nur das erste Kapitelchen. Kommt es total entgegen. Ich mache diese drei wirklich getrennten Romane. Ah, verstehe. Stephen King hat ja Green Mile damals auch so als Sechsteiler veröffentlicht, ne? Genau. Und damals war das einfach ein Experiment. Genau. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht das... War das bei dir jetzt auch so ein Grund, dass du sagst, ich gehe jetzt mal ganz andere Wege? Also nicht dieses klassische Buch, sondern, aber es trifft eigentlich schon auch das, ne? Weil dein Zielpublikum damit angesprochen wird, offensichtlich. Genau. Ich hoffe es. Also die Verkäufe könnten besser sein bis jetzt, aber das kommt noch. Und ich denke, ja, also ich schiele natürlich auf das Perry-Publikum, will aber natürlich auch andere Leute ansprechen, die eben Science-Fiction lesen und nicht Perry-Leser sind, klar. Aber die müssen ja auch erstmal auf mich aufmerksam werden. Und bei Perry habe ich eben ein bisschen den Vorteil, dass die Leute mich ja kennen. Das heißt ja nicht, dass sie mich mögen oder dass sie meine Romane lesen, aber sie sind immerhin theoretisch da. Ja? Und wie gesagt, es kommt dem sehr entgegen. Self-Publishing habe ich auch hier. Habe ich im letzten Jahr mit einem Kollegen zusammen den hier gemacht. Tambora heißt der. Mit dem Cliff Alistair zusammen. Cliff Alistair ist einer der großen SF-Autoren im Self-Publishing-Bereich. Oder, ja, auch bei Verlagen ist er, ja. Aber er bringt er die Sachen im Self-Publishing unter. Und da ist er einer der ganz Großen. Und wir haben uns privat kennengelernt und haben gesagt, komm, lass uns doch zusammen was machen. Und dann haben wir dieses Tambora zusammen gemacht. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich das im Self-Publishing mit ihm zusammen gemacht. Jetzt probiere ich einfach, ob ich da Fuß fassen kann mit meinem ganz eigenen Projekt, eben mit dieser Trilogie. Ja. Und da bin ich jetzt mittendrin. Ja, schön. Also ich weiß nicht, wann unser Interview hier online stehen wird. Im Moment ist es Mitte März und der erste Teil ist draußen, der zweite kommt in einem Monat. Und ich sammle jetzt einfach die Erfahrungen. Also der zweite Teil kommt ja im 15. April, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Und bis dahin ist das Interview lange Zeit draußen. Und schon wieder vergessen. Ja, da ist schon wieder vergessen. Das heißt, alle, die das Interview anschauen, jetzt das E-Book kaufen, jetzt lesen und dann noch zwei, drei Wochen oder wie lang es immer ist, mit dem Cliffhanger mitfiebern und dann sofort Teil 2 kaufen. Das wäre das, was mir am meisten entgegenkommt. Ja, logisch. Und damit unterstützt ihr auch Josef Moser und seinen YouTube-Kanal. Ich weiß zwar nicht wieso, aber sagen wir einfach mal, es wäre so. Ich muss drüber nachdenken, inwieweit das meinem Kanal gut tut. Aber ich werde sicherlich eine Lösung finden, heute Nacht irgendwann. Genau. Nee, ich sag dir dann Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, sehr gut, mach das. Ich stelle mir noch die Frage, du bist ja seit vielen, vielen Jahren jetzt Perry Rhodan Autor. Ja. Wie schwer ist es dann, abseits von diesem Perry-Versum
eine neue, ganz andere Welt. Also dass jetzt nicht bei deinem eigenen Roman plötzlich ein Kugelraum auftaucht. Das wirst du ja vermeiden, ne? Ja klar, das vermeide ich total. Aber man tappt doch irgendwie dann trotzdem in diese Falle, weil man das so inhaliert hat, diese Welt. Ne? Wie schaffst du das? Oder ist das wie bei den drei Fragezeichen, dass du sagst, da schalte ich jetzt um? Das versuche ich darüber, dass meine Science-Fiction-Sachen, die unabhängig von Perry sind, wirklich ein komplett anderes Setting haben. Die sind alle viel, viel zeitnaher zu unserer Gegenwart. Und die Technik ist nicht so abgehoben, nenne ich es jetzt mal, oder so weit entwickelt wie bei Perry, sondern viel näher an uns dran. Also diesen fallenden Stern, den ich vorhin hochgehalten habe, den Piper-Roman, der ist ganz nah in der Zukunft. Und da gehen wir mit Ach und Krach auf einen Asteroiden, der durchs Sol-System zieht. Bei dem Tambora-Roman, was ich mit Cliff Allister gemacht habe, der spielt in der Vergangenheit. Das ist Science-Fiction, die im 19. Jahrhundert auf der Erde spielt, komplett auf der Erde. Also ganz was anderes. Und indem ich das versuche, wenn ich in Science-Fiction jetzt mit weit entwickelten Star-Wars-Technologien, wir sind überall im All und wir machen alles Mögliche, das wird mir schwerfallen, weil da sich von Perry abzugrenzen, wäre für mich noch viel schwerer, wie wenn ich sage, okay, ich breche das Ganze runter, nicht auf unsere Gegenwart jetzt, aber nah ran. Ja? Die Raumfahrt bei Chimera ist eher so wie die bei Alien. Wenn ihr den alten Film euch vorstellt, da ist die Raumfahrt ja auch eher schwer und schmutzig. Es ist eher diese Richtung. Und das hebt sich von Perry so weit ab, dass es einfach ein ganz anderes Feeling hat. Das ist der Trick, den ich für mich im Kopf mache. Ich hoffe, es funktioniert auch. Ist interessant. Aber bei dir kann ich mir das alles vorstellen, weil wer so hin und her switchen kann, wie du das schon gemacht hast. Aber du weißt, was ich meine, ne? Weil ja, die meisten sind ja auf ein bestimmtes Genre festgelegt und da fühlen sie sich wohl und da wollen sie auch gar nicht raus. Ne? Genau. Den Robert habe ich gefragt, schreib halt mal irgendeinen historischen Roman. Warum machst du denn das nicht? Und der sagt, nee, will ich nicht. Es interessiert mich null. Also, kann ich auch gut verstehen, ja. Aber für mich ist es tatsächlich diese Vielfalt. Und Kinderbücher kann ich mir gar nicht mehr wegdenken aus meinem Schaffensalltag. Ja? Also unabhängig von drei Fragezeichen veröffentliche ich im Moment immer mehr Kinderbücher. Ja? Und werde auch tatsächlich in vielen Produkten noch viel jünger. Also mit Björn Behrens, der war mal Pariroden Marketing-Assistent, auch daher kenne ich ihn. Und mit ihm veröffentliche ich auch Kinderbücher gemeinsam. Wir machen zum Beispiel Playmobil-Hörspiele. Und die sind ja nur eine sehr junge Zielgruppe. Ja? Und das macht mir unheimlich Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass diese junge Zielgruppe mir so einen Spaß macht. Und das ist wieder eine ganz andere Schreibweise, als die drei Fragezeichen sind, die natürlich auch Kinder und Jugend sind. Aber Playmobil ist einfach noch viel jünger. Also deinen bisherigen Worten entnehme ich, dass du ein unfassbarer Workaholic bist. Also ich habe auch mal in einem Interview mit dir gehört, dass du gesagt hast, manchmal schaffst du 50.000 Zeichen. Dieses Interview ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber liebe Zuschauer, 50.000 Zeichen, das sagt euch vielleicht jetzt nicht so viel. Das sind ungefähr 9.000 bis, ja, je nachdem, ne, Wörter und entspricht ungefähr 20 Seiten. Also meine Marke, die ich mir so gesetzt habe, was ich am Tag im allerschlimmsten Notfall schaffen kann, waren, ich glaube, du bringst leicht vorbei, wobei ich vielleicht 50 gesagt habe, sind eigentlich 40.000. 40.000 habe ich häufig am Tag geschafft. Und man kann sich vorstellen, 40 ist ein knappes Viertel von einem Periodenheftroman, ist das so als Vorstellung. Und das ist schon sehr viel. Ja. Die schaffe ich auch meistens nicht. Ja, das ist auch nicht mein Ziel möglich. Jetzt muss ich es aber schaffen, wenn man hochrechnet, einen Periodenroman in 4 bis 5 Arbeitstagen runterzukloppen. Das ist nicht mein Ziel. Ja, aber ich konnte das früher. Ich kann es auch heute noch, wenn es wirklich drauf ankommt, mache ich aber so gut wie nie. Ja, aber viel schreiben tue ich trotzdem. Also wenn du mir für einen Periodenroman, gib mir mal 2 Wochen Schreibzeit. Ja, das reicht schon. Wenn ich 3 Wochen habe, verbummel ich eigentlich eine Woche davon. Ja, die nächsten 3 Wochen schreibe ich den Periodenroman, dann werden die ersten 4, 5, 6 Arbeitstage, die verbummel ich dann. Man kann ja auch 100-mal seine E-Mails lesen und solche Sachen, ja. Und, und so unnütze Tage haben. Und, bist du ein sehr disziplinierter Mensch? Also, schön wäre es. Also der sagt, okay, andere Menschen, die müssen um 8 Uhr so ein
müssen anfangen und dann bis fünf arbeiten. Und ich mache mir das jetzt selber auch so, weil ich möchte meine Anzahl Zeichen schaffen. Ja, schön wäre es. Also in der Theorie bin ich so, in der Praxis eher nicht. Ich bin sogar eher, tendiere ich in Richtung Chaos. Ja, was aber so weit geordnet ist, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Also im Prinzip ist es wirklich so, ich habe in meiner Planung jetzt einen Monat Zeit für einen Drei-Fragezeichen-Roman zu schreiben, dann wird die erste Woche tatsächlich verbummelt. Das ist eigentlich regelmäßig so. Ja. Aber verbummeln, was heißt das? Nichts tun oder nicht? Ich setze mich an den Schreibtisch und versuche, den Roman zu schreiben. Und am Ende des Tages, nachdem ich es 8 Stunden lang versucht habe, habe ich dann 2 Absätze da stehen. Sprich, den Tag hätte ich auch sagen können, ich mache den Computer gar nicht an. Stattdessen gehe ich Fahrrad fahren oder beschäftige mich mit meiner Frau oder spiele mit meinen Kindern den ganzen Tag Gesellschaftsspiele. Das wäre ein besserer Tag gewesen. Andererseits weiß man morgens nicht, wird heute so ein Tag oder wird so ein Tag. Und wenn ich diese Tage nicht hätte, und dann wäre der nächste Tag dieser Tag. Verstehst du, was ich meine? Dann würde ich einen Computer anmachen, dann wäre der zweite so, dass nichts zustande kommt. Also ich glaube, dass diese Tage schon was bringen, nicht am lesbaren Ergebnis, sondern an dem inneren Reifeprozess, wo ich mich dem Roman annähere. Dass ich dann also näher dran bin und dann kann ich anfangen zu schreiben. Aber ich brauche diese Zeit, bis ich da reinkomme. Und die brauche ich irgendwie. Also verbummeln heißt nicht notwendigerweise Schreibblockade. Also dass du jetzt vor deinem PC sitzt und auf den leeren Bildschirm starrst, das ist es nicht. Das gibt oder doch? Das gibt es auch, aber nicht so häufig. Ich hatte es bei dem Chimera vorhin erzählt, dass ich den einfach nicht schreiben konnte. Ich hatte da, ich weiß nicht wie viel, 30 Seiten geschrieben und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Ging nicht. Habe ich, glaube ich, wirklich über Wochen probiert und es ging einfach nicht. Dann habe ich irgendwann gesagt, nee, muss aufhören. Hat keinen Wert, hat mich nur gequält. Ja? Und das kann es ja nicht sein, das kann es nicht bringen. Was du sagst, Workaholic, würde ich gar nicht so sehen. Ich kann, wenn es denn sein muss oder wenn es Zeit wäre, dann kann ich diszipliniert arbeiten. Aber ich habe mir zum Beispiel vor Jahren schon ein ehernes Gesetz gemacht. Und daran halte ich mich auch zu 95%. Sonntags gibt es keine Arbeit, fertig. Da kann die Welt untergehen. Da kann der Termin für den Periodenroman noch so dringlich sein. Sonntags schreibe ich nicht weiter. Ja, okay. Also, fertig. Ganz, ganz selten mache ich es dann eben doch. Oder sonntags abends, alle, die ganze Familie ist im Bett, ich bin auch wach und ich denke, jetzt hätte ich aber Spaß, ein Kapitel zu schreiben, dann mache ich es auch mal. Aber das ist ganz, ganz selten. Und dann sage ich, nee, geht nicht. Und dann kann wirklich, da können die Abgabefristen sein, wie immer sie wollen, das ist mir dann egal. Montag geht es dann weiter und dann kann ich montags auch extrem konzentriert und extrem viel arbeiten, wenn es sein muss, ja. Und solche Dinge, die braucht man aber, glaube ich, ich weiß, dass viele kreative Kollegen das anders machen. Das habe ich ja auch nicht für die Kollegen zu entscheiden, das habe ich nur für mich zu entscheiden. Und ich glaube, dass das absolut notwendig ist. Für mich, ich glaube persönlich auch, das sollte jeder Mensch so machen. Wenn es der Sonntag ist, kann es der Dienstag sein, das ist vollkommen wurscht. Ich glaube, das braucht man. Aber das entscheide ich nicht für andere Leute und das mögen andere Leute anders sehen als ich. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche auch tatsächlich Ruhezeiten. Und Ruhezeiten ist was, was ich versuche, immer mehr zu lernen. Wirst du vielleicht absonderlich finden, aber ich bin viel, viel konzentrierter an der Arbeit, wenn ich so am Tag immer mal nichts tue. Nichts tue heißt dann nicht, da lese ich Roman oder da gucke ich Fernsehen oder da gehe ich spazieren, sondern da tue ich nichts. Da sitze ich da und tue gar nichts. Nicht nachdenken, nicht planen, nicht meine Termine machen, nicht mit meiner Frau unterhalten oder sonst irgendwas. Und das gibt mir unheimlich Stärke. Geht es in Richtung Meditation dann oder ist nichts tatsächlich nichts? Nichts. Nichts. Also das ist das, was manche als Meditation bezeichnen würden oder in die Richtung gehen. Ja? Ist es für mich nicht. Für mich ist es die Tradition, ist Kontemplation. Das ist ein haarfeiner Unterschied in der Bedeutung und so, aber sagen wir mal, geht in Richtung Meditation für das, was das Verständnis von vielen Leuten ist. Okay, verstehe ich. Es kann aber auch sein, dass durch dieses Nichtstun trotzdem im Unterbewusstsein etwas reift. Ja, absolut. Was man jetzt nicht greifen kann, was aber trotzdem passiert. Und was dann diesen Schub am nächsten Tag möglicherweise sogar überhaupt erst ermöglicht. Absolut. Das ist meine Erfahrung total. Ja? Also jetzt mal angenommen, plump gesagt, ich habe jetzt 4 Stunden, in denen ich arbeiten kann.
Und davon tue ich jetzt eine Stunde nichts. Bleiben 3 Stunden Arbeit, habe ich 1 Stunde verloren. Aber ich glaube, in den 3 Stunden schreibe ich so viel, wie ich sonst in 6 Stunden geschrieben hätte. Du verstehst, was ich meine? Ja, verstehe ja? ich. Ja, die Zahlen habe ich jetzt so ein bisschen willkürlich genannt. Ja, das ist natürlich kein mathematisches Gesetz, doppelt so viel war das jetzt in dem Fall. Ja. Da aber nageln wir dich fest. Da kommt diese Kreativität und der Schub raus. Ja? Weil Schreiben ist ja nicht der Akt, wie schnell kann ich tippen mit meinen Fingern. Das ist ja was ganz anderes. Ja? Und je mehr das rauskommt, je mehr ich in der Geschichte bin, umso schneller schreibe ich das auch. Und tatsächlich kommt es aus solchen Zeiten raus, wie du sagst, da reift es, da kommen die Ideen raus. Die Chimera-Grundidee, um schon wieder darauf zu kommen, in der Planung damals, als es noch ein Piper-Roman geworden wäre, da hatte ich eigentlich nicht so recht gewusst, um was soll es in den Roman gehen. Also ganz am Anfang bin ich auf mein Fahrrad gestiegen, das ist jetzt nicht nichts tun, aber das ist nichts denken. Ja? Bin ich auf mein Fahrrad gestiegen, ich wohne hier sehr im Wald, bin in den Wald gefahren, bin immer weitergefahren, die nächste Stadt ist Kaiserslautern, da braucht man mit dem Fahrrad schon lange, bis man dort ist. Da bin ich aber noch durch Kaiserslautern durch und bin da hinten, hinter Kaiserslautern noch im Wald, bin immer weitergefahren und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, das war sehr lange, habe ich angehalten, da konnte ich auch körperlich nicht mehr, habe mich auf eine Bank gehockt, habe meinen Notizblock rausgenommen, meinen Stift rausgenommen und habe das Exposé innerhalb von einer Stunde runtergeschrieben. Und hatte alles. Ich hatte die ganze Geschichte, ich hatte die Figuren, ich wusste alles, was es bedeutet. Das war sensationelle Erfahrung für mich auch. Und es war nicht so, dass ich beim Fahrradfahren drüber nachgedacht habe oder was entwickelt habe. Also es war super spannend. Das ging irre. Schreiben konnte ich dann trotzdem nicht mehr, als es drauf ankam. Ja? Aber die Entwicklung, das war fantastisch. War super. Ja, vielleicht musste das Ganze auch jetzt dahin führen, wohin es jetzt geführt hat. Vielleicht wäre das bei Piper... Ja. Die schlechtere Alternative gewesen sogar. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Also. Man weiß es nicht, man wird es auch nie erfahren. Keine Ahnung. Und wie gesagt, es hat nichts mit Piper zu tun, dass ich gesagt habe, Piper will ich nicht mehr oder so. Damit hat es gar nichts zu tun gehabt. Ja. Und die hätten dir keinen Aufschub gewährt. Doch. Du hast selber gesagt, das löse ich auf. Ich habe das gesagt. Die haben mir Aufschub gewährt, ich glaube sogar 2-mal, und die hätten mir noch einen 3. gegeben. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann es jetzt nicht. Das hat mich so gequält, dann konnte ich nachts nicht mehr schlafen quasi. Und so. Dann habe ich gesagt, ich muss das Projekt wirklich ad acta legen, sonst habe ich keinen inneren Frieden mehr. Und habe es dann auch nicht gedacht, mit, das schreibe ich später mal fertig und bringe das in Self-Publishing raus. Das war überhaupt nicht der Gedanke war, das Projekt ist jetzt fertig. Und auf einmal hat es aber wieder angeklopft und hat sich jetzt in dieser neuen Form einfach gezeigt. Ich denke, das ist gut so. Ich hoffe es. Ich gehe jetzt mal davon aus. Also ich auch. Ich gehe auch davon aus. Ja. Ich bin guter Dinge. Ja. Ich werde es natürlich vollständig lesen, ist klar. Und Dankeschön. Ich vermute mal, ich werde da auch eine Rezension dazu machen auf meinem Kanal. Mach das, sehr gern. Ja. Bei Science-Fiction-Romanen, bist du eher Team Dystopie oder eher Team Utopie? Was liegt dir mehr am Herzen? Willst du lieber eine sehr düstere Welt malen, wo dann Helden auftauchen, die diese düstere Welt beschreiten und da was zum Besseren machen? Oder hast du lieber positive Visionen im Kopf und willst die vermitteln? Beides. Ich habe die positiven Visionen im Kopf, die sind für mich eigentlich das Zentrum, aber die setze ich in eine Dystopie eigentlich. Verstehst du, wie ich meine? Also ich setze diesen positiven Wert, dieses, was können wir eigentlich gut machen, von uns ausgedacht, von unserer Gesellschaft, von unserem Lebenswandel ausgedacht, von dem, was ein Mensch ausmacht. Und das setze ich aber gerne in eine dystopische Welt, um einfach zu zeigen. Das Blümchen, das im Dunkeln wächst. Das Blümchen, das im Dunkeln wächst, ganz genau. So, ja. Okay. Und das finde ich eigentlich schön, ja, da zu zeigen, der Mensch kann aber mit schlechten Umständen in der Dystopie, da kann der Mensch trotzdem Mensch sein, da kann er bestehen. Und mich interessiert auch, was macht ein Mensch aus? Ja. Ja. Also wenn du den fallenden Stern hier liest, da habe ich das Thema eigentlich sehr stark gemacht, was macht ein Mensch eigentlich aus? Das ist natürlich... unter der Oberfläche dieses Romans, ja, da geht es nicht drum, das ist keine philosophische Abhandlung darüber, was ein Mensch ist. Aber wenn du das liest, unter der Oberfläche geht es da sehr wohl drum. Ja? Und das ist das, was mich auch interessiert an solchen Themen, der Mensch eigentlich. Ich baue eigentlich fast alle meine Projekte, zumindest im Erwachsenenbereich, baue ich vom Charakter her auf. Nicht von der Story her, sondern vom Charakter her. Ja.
was ist der Mensch? Und das kann man über die Darstellung von Charakteren und über die entsprechenden Konflikte dann eben darstellen. Ne? Sehe ich so, ja. Mhm. Und Science Fiction bietet da fantastische Möglichkeiten, finde ich. Bringen ein fremdartiges Alien, das eben genau das nicht ist, was uns ausmacht. Von dem grenzen wir uns ab. Da ist er anders als wir. Und da sehen wir ja, wer sind wir. Ne? Willst du da auch eine Message damit verbinden? Wie wichtig ist dir, dass der Mensch Christoph Dittert im Werk drin ist? Also was du fühlst, was du denkst, was du bist. Oder kannst du das trennen? Oder willst du das auch trennen, damit es nicht zu nah an dir ist? Zum Teil will ich das trennen, zum Teil will ich es aber auch transportieren. Also weniger in Periodenroman drehe ich mit dem Christoph Dittert tatsächlich weiter hinter die Serie zurück. Ich denke, das machen wir alle als Autoren. Trotzdem schimmert da natürlich jeder Autor durch. Aber ich glaube schon, da tritt man weiter hinter die Serie zurück, als man das jetzt bei einzelnen Romanen tut. Also bei mir ist es zumindest so. Also wenn du den Fallenden Stern liest zum Beispiel, da wird man schon einiges sehen, wie tickt eigentlich so der Christoph Dittert vermittelt über seine Figuren. Da kann man das schon sehen, glaube ich. Das ist trotzdem natürlich nicht eins zu eins das, was ich bin. Ist ja klar, ich habe keine Autobiografie irgendwie verkappt. Aber meine Werte kommen da schon stark durch, finde ich. Ja, das meine ich. Also nicht jetzt zu sagen, das ist jetzt moralisieren oder irgendwie, sondern dass man die eigenen Werte im Werk erkennen kann. Dass man sagt, also der Dittert, der ist so und so. Wahrscheinlich. Ja. Kinderbuchautor. Ja, genau. Kann man schon, glaube ich. Ja, kann man, glaube ich, schon. Aber das müssen eher noch Leser entscheiden, glaube ich. Also ich komme ja ursprünglich aus der Literaturwissenschaft, wie gesagt, ja, lange studiert, Germanistik, mich mit Literatur beschäftigt. Und eine Zeit lang war ja immer die Frage, was will der Autor uns damit sagen? Ja. Glaube ich, der falsche, nee, das ist nicht falsch, so ranzugehen, aber es ist nur ein Weg von vielen Wegen. Und es gibt ja die neue Sichtweise, oder so neu ist die gar nicht, wo gesagt wird, der Autor ist tot. Ne? Hast du vielleicht auch schon gehört, wo man sagt, da haben wir jetzt den Autor, der schreibt irgendwas, aber sobald es draußen ist und ein Leser erreicht, ist der Autor also nicht tot in dem Sinne, dass er tot ist, sondern dass er keine Rolle mehr spielt. Denn der Leser macht aus dem Werk, was er für sich rausfindet. Kannst du damit was anfangen oder ist dir das zu abgehoben? Damit kann ich wenig anfangen, weil ich glaube, dass das nicht stimmt. Also man kann natürlich, ich kann, um jetzt mal in Literatur zu gehen, ich kann Kafka lesen, ohne irgendwas über Kafka zu wissen. Das ist überhaupt kein Problem, kann ich lesen. Dann kann ich mir eine Meinung über seinen Text bilden. Wenn ich aber weiß, wer war eigentlich Kafka, wie hat denn der gelebt, dann ist es, glaube ich, so, dass man das eindeutig in seinen Texten sieht. Ist vielleicht ein Extrembeispiel jetzt, Kafka muss man nicht kennen, aber wenn man es kennt, wird man verstehen, was ich meine, glaube ich. Ja. Ich glaube nicht, dass man das Werk völlig vom Autor trennen kann. Aber es ist natürlich eine Herangehensweise. Ich glaube auch nicht, dass man sagen muss, wenn ich das hier lese, dann muss ich wissen, wer Christoph Dittert ist und das drückt Christoph Dittert aus und kann man machen, muss man aber nicht. Aber zu sagen, das ist völlig davon losgelöst, das glaube ich nicht. Also das ist keine Art, wie ich mir Literatur vorstelle oder wie ich glaube, dass Literatur funktioniert. Ja, es gibt ja viele Arten von Literatur, die ganz klar zum Beispiel eine politische Aussage treffen wollen, also die Autoren, ne? Die sagen, ich habe das jetzt deswegen geschrieben, weil ich möchte ein bestimmtes gesellschaftliches Thema anschneiden und das wird auch nicht versteckt in diesem Roman, sondern das sage ich ganz klar und deutlich. Ja. Da wärst du aber jetzt subtiler, na, und würdest sagen, das ist jetzt nicht deine Aufgabe, sowas zu machen. Ja, für meine Empfindung, so was ich denke, was ich gerne tue oder was ich gerne vermittle oder wie ich gerne schreibe, bin ich da sehr viel subtiler. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass man das trotzdem sehen kann, aber das ist sehr viel subtiler. Das ist nicht meine Art zu machen. Das heißt ja nicht, dass die Art falsch ist, nur das ist nicht meine Art. Mhm. Aber die Charakterdarstellung, der Mensch, das ist dir schon wichtig. Ne? Also das ist mir total wichtig. Also total. Der Oliver Plaschka hat gesagt, er mag Bücher, über die man reden kann, ohne dass man nur über den Inhalt redet. Und ich denke, damit meint er, wir können das Ganze weglassen, die Personen und was machen die und was tun die, aber gibt es eine Aussage, über die man reden kann?
Das sind, wenn wir da dabei sind, sag mal ein paar Buchtipps noch, was du gerne liest, was dir ganz besonders gut gefällt. Was ich gerne liest? Also ich lese tatsächlich, das ist jetzt kein Geheimtipp, im Gegenteil, aber ich lese seit, lass mich überlegen, seit ich Sommerferien 5., 6. Klasse, also schon lange her, lese ich Stephen King. Also alles andere als ein Geheimtipp, aber ich finde, der Mann hat unglaublich viel zu sagen, neben dem, dass er spannend schreibt, ja, hat er viel zu sagen zwischen den Zeilen. Um mal was anderes zu sagen, neulich habe ich eine Biografie über Sylvia Plath gelesen, Plath, P-L-A-T-H, eine amerikanische Autorin, die man nicht kennen muss, aber kennen sollte, habe eine Biografie über sie gelesen, das passt gut zu dem, was wir gesagt haben, sie hat einen Roman veröffentlicht, müsst ihr nachschauen, wie der Roman heißt, ich komme gerade nicht drauf, und die Glasglocke ist die deutsche Übersetzung, unglaublich gut und hätte ich nie so gut gefunden, wenn ich nicht die Biografie vorher gelesen hätte. Das ist so ein Fall, wo ich sage, da steckt der Autor in einem unglaublichen Maß drin, oder die Autorin in dem Fall natürlich. Ja. Das wäre jetzt so ein Tipp, was ich aktuell gelesen habe. Super, richtig gut. Ja, schreiben wir uns auf, liebe Zuschauer. Der Christoph Dittert hat es empfohlen. Jawohl, stimmt. Und dann müsst ihr vorher die Biografie lesen von Simone Frühling über Sylvia Plath. Gibt es ein paar Biografien über sie, die von Simone Frühling ist die beste. Ich kenne sie auch persönlich, von daher muss ich das sagen. Stimmt aber. Okay, stimmt aber trotzdem, oder? Genau, stimmt trotzdem. Oder liegt da irgendwo ein Geldschein auf dem Schreibtisch? Vergiss nicht zu sagen. Der fragt sicherlich nach Buchtipps. Ja, okay. Lieber Christoph, was hast du denn im Jahr 2024, 2025 noch so alles im Köcher? Gehen wir mal in die Zukunft. In der Vergangenheit waren wir jetzt schon ziemlich lange, in der Gegenwart auch. Was erwarten wir von dir noch? Also super spannend wird für mich, im Lauf des Jahres 2024 lege ich offiziell die Perioden-Exposé-Arbeit nebenhin. Wie gesagt, ich werde weiterhin Benari unterstützen, aber das ist was anderes als so wie es jetzt lief. Ja? Das heißt, zum ersten Mal seit 12 Jahren werde ich nicht jede Woche ein Exposé abliefern, für das ich verantwortlich bin. Also mit Hartmut zusammen. Ja? Sehr spannend. Ja? Und was ich im Moment mache, ist neben dem, dass ich Chimera dringend fertig schreiben muss, sind zwei Kinderbuchserien tatsächlich, die ich mit Björn Behrens gemeinsam schreibe. Die erste startet dieses Jahr im Herbst mit 2 Bänden, die Zeitenspringer. Ein paar Kinder, die durch Zeiten springen, wie man es so sieht. Das ist halb Roman, halb Sachbuch. Starten wir mit 2 Bänden jetzt im Herbst, machen hoffentlich nächstes Jahr weiter. Und nächstes Jahr starten wir noch eine Kinderbuchserie zusammen. Also wir starten 2 Bücherserien zusammen. Bin gespannt, was draus wird. Wissen wir noch nicht. Ist aber spannend. Perry bleibe ich natürlich dabei als Autor, unabhängig davon, wie das mit der Exposé-Sache aussieht. Wenn Chimera einigermaßen im Self-Publishing läuft, werde ich ein neues Self-Publishing-Projekt machen. Entweder dieses Jahr im Herbst oder nächstes Jahr, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dann, was ich riesen Spaß hätte und mir andenke für den Sommer, ist so ein kleines Autorensachbuch zu schreiben. Also über mein Schreiben, darüber, was ich mache, wie ich... Einen Schreibratgeber. Fragezeichen schreiben. Ja, kein Schreibratgeber, sondern so ein Christoph Dittert, Christian Montilon, ich habe so ein Vielzeug geschrieben, wie mache ich das? Was ist mein Leben? Wie schreibe ich gerne? Was habe ich eigentlich gemacht? Wie ist es so, bei Perioden zu sein, ohne jetzt Internas zu verraten? So ein bisschen Autorenplauderei. Weil sowas mache ich gerne. Ja, wie man es bei Perioden kennt, dass man mal in der Sol einen Artikel schreibt oder ich habe etliche Logbücher des Expokraten, vor allem am Anfang auf die Homepage gesetzt, indem ich so über den Autorenalltag plaudere. Und da wirklich mal zu sagen, dann setze ich mich mal auf den Hosenboden, mache mal 300 Seiten drüber und schaue mal, ob das Leute interessiert. Das wäre auch ein selbstpraktisches Projekt, weil absolut. Da, glaube ich, die Leute sitzen. Und das wäre was ich noch nie gemacht habe und was mich unheimlich reizt zu machen. Also ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich umsetze, aber das wäre was ich gerne machen würde.
Ja, das glaube ich. Und du kannst ja auch aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen, ne? Also Ja, du hast ja stimmt. vieles gemacht und kannst dann auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. Und so stelle ich mir das vor. Also nicht aus dem Nähkästchen plaudern im Sinne von, also wenn das wirklich kommt, wird man keine Pereroda interna erfahren oder so, ja. Aber man wird Klar. viel über das Leben eines Pereroden-Autors erfahren. Und wie ist das so? Wie empfinde ich das? Und das finde ich selbst eigentlich ganz spannend. Das wäre was, was ich gern lesen würde. Ja. Ja, Von daher absolut. sage ich mir, komm, mach das doch mal. Ja? Und es wäre wieder was ganz Neues für mich. Ich mache immer gerne neue Sachen. Ich glaube, das hat man schon rausgehört, dass ich gerne was Neues ausprobiere. Ja, also das nehme ich aus unserem Gespräch auf jeden Fall mit. Ich denke, wir haben gar nicht alles berühren können, Ja, stimmt. was du machst. Ich hätte auch noch so viele Fragen gehabt, also weil du jetzt darauf gekommen bist, wie schreibst du denn eigentlich, ne? Also wie schaut dein Schreibprozess aus? Wie gehst du vor, plotten und wie machst du das alles? Das hätte mich jetzt auch interessiert. Oder kannst du es noch, hast du noch kurz Zeit, dass du darauf noch eingehst, wenn du doch sowieso drüber sprechen möchtest? Ich plotte jetzt mal, also ich erzähle es mal ein bisschen für ein Drei-Fragezeichen-Buch. Jetzt vom Ja. Perry wegzugehen, weil da einfach auch zu sehr vierte ultimate Frage und so, ja. Aber wir gehen Ja. jetzt mal zu einem Drei-Fragezeichen-Buch. Ich habe hier welche liegen, mal gucken, ob es da gut passt. Das hier passt gut. Die Drei-Fragezeichen, die schweigende Grotte. Ich war in Familienurlaub vor ein paar Jahren mit meiner Familie, logischerweise, und war in einem Luxushotel. 4 oder 5 Sterne, habe da aber nicht gewohnt. Jetzt nicht, dass du denkst, oh, der Autor, der hat so viel Geld. Nee, ich habe das Doch, nur doch, hat er. besucht. Und zwar war das Tolle an dem Luxushotel, das steht an einem super Platz. Vulkankrater, schon lange erloschen, ja, also üppig bewachsen. In dem Vulkankessel drin, zwei Seen, die sich fast berühren, unterschiedliche Farbe, hinter dem Vulkankrater Meer. Und hier oben steht das Luxushotel. Fantastisch, also die schönste Sicht, die du dir nur vorstellen kannst, ja. Die Erbauer dieses Hotels haben allerdings nicht bedacht, das halbe Jahr ist undurchdringlicher Nebel dort oben. Und zwar nicht berechenbar, ja, sondern du kaufst dir das teure Zimmer wegen der Aussicht, hast aber deinen gesamten Urlaub nur Nebel. Das Hotel ist sehr schnell bankrott gegangen und zerfällt jetzt seit 20 Jahren. Wurde ausgeplündert und ist eine Ruine. Da kommen wirklich Eisenträger aus der Decke, brechen halb raus. Man sieht noch die einzelnen Zimmer, die Klos, die alle geplündert sind, aber die Kloschüssel steht halt noch da. Die Wendeltreppen führen ohne Geländer ins Dunkle runter. Und also es ist tierisch gefährlich da drin, wird in Deutschland nie so stehen können. In Portugal bedeutet, als war in Portugal auf den Azoren, in Portugal wird es abgesichert, indem die große Eingangstreppe meinen großen Stein drauflegt. Und dass man nicht rein kann. Wenn man aber rein will, macht man halt einen Schritt auf die Wiese und dann wieder einen Schritt auf die Treppe und dann kann man rein. Das habe ich dann gemacht, habe alles abgefilmt. Und dieses Gebäude steht in diesem Buch über der schweigenden Grotte. Es steht nicht in Portugal, wo ich war, sondern vor Rocky Beach, wo die drei Fragezeichen spielen, auf so einer kleinen Insel. Und das ist genau eins zu eins dieses Hotel. Da war ich im Urlaub, habe mir das angeschaut und habe gedacht, daraus mache ich ein Drei-Fragezeichen-Band. Weil du fragst ja, wie plottest du? Nicht, wie machst du das? Moment. Und wann hast du die Idee gehabt? Schon im Urlaub Schon im oder Urlaub. erst daheim? Als ich da drin war, war mir eigentlich klar, muss ich als Schauplatz benutzen. Da wusste ich noch nicht, dass das die drei Fragezeichen die schweigende Grotte wird, ja, aber da wusste ich, das muss ich im Roman benutzen, ja. Und diese Urlaubseindrücke, ich habe ganz viele Videos da drin gedreht, Fotos gemacht und so, ja, aus denen habe ich mich dann hingesetzt und habe irgendwann das Exposé zur schweigenden Grotte gemacht. Ja, da habe ich noch eine Grotte genau unter dieses Gebäude gesetzt. Die Grotte ist angeblich eingestürzt. Also die Geschichte drumherum habe ich mir natürlich ausgedacht. Aber der Schauplatz kam wirklich nur deswegen, weil ich eben in dieser Ruine, in diesem Lost Place war und den so super fand. Das war wirklich so, da tropft überall das Wasser, die Teppiche liegen seit 20 Jahren da, vermodern langsam und quatschen bei jedem Schritt. Also es ist super da drin, ja, es ist wirklich super. Und da habe ich eben die Grotte drunter gesetzt, habe ein Geheimnis draus gemacht. Da spielen jetzt Delfine mit und was weiß ich alles. Also ganz verrückte Sachen, die wären aber nie entstanden, wenn ich das Hotel nicht gesehen hätte. Und plotten tue ich dann so, dass irgendwann ich die Idee hatte, ja, aus diesem Gebäude, aus diesem Urlaubseindruck mache ich ein Drei-Fragezeichen-Band und ich wusste dann ungefähr, ja, das Geheimnis wird sein, Tierschmuggel und noch mehr und so, ja. Dann setze ich mich hin, das ist ganz langweilig, das hier ist so ein Beispiel, kann man jetzt hoffentlich nicht lesen, ja. Das ist ein Exposé mit einem Kuli hingekritzelt. Das wird demnächst in einer Datei umgesetzt.
Die ist dann sehr ausführlich. Im Fall, das ist gar nicht für die drei Fragezeichen, sieht aber am Anfang ähnlich aus. Und im Fall der drei Fragezeichen gibt es dann ein sehr, sehr ausführliches Exposé. 10 Seiten, 15 Seiten, was extrem viel ist für diese Länge, ja. 150 Seiten Romantext und 15 Seiten Exposé oder so. Und da steht dann alles drin. Welche Figuren spielen mit, an welchen Orten spielt es, was passiert in Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Also das mache ich mir super genau. Und bevor ich anfange zu schreiben, weiß ich genau, was passiert. Also ich kann dir, wenn ich das erste Wort dieses Romans schreibe, kann ich dir sagen, in Kapitel 9 wird das und das passieren. Es wird dann vielleicht im Schreibprozess Kapitel 8 oder Kapitel 10, das spielt ja keine Rolle, aber ich habe das wirklich komplett da. Bei den drei Fragezeichen. Bei Periroden ist es ein bisschen anders, ja? Ja. Aber hier mache ich mir das so. Und damit komme ich gut zurecht für mich, weil drei Fragezeichen ist nun mal Rätsel und mysteriös. Und wenn ich hinten ein Rätsel auflöse, dann muss ich vorne wissen, wie stelle ich das Rätsel, dass ich es hinten wieder auflösen kann. Also die Linien habe ich ganz genau. Also da plotte ich sehr, sehr, sehr streng für mich und sehr genau. Ah ja. Während das hier, Fallen der Stern, dreimal so lang wie ein Drei-Fragezeichen-Band, Exposé waren, glaube ich, 1,5 Seiten und ich habe einfach drauf losgeschrieben. Aber das Ende hast du schon gewusst. Das Ende hast du aber schon gewusst. Ne? Ich meine, wenn man drauf losschreibt, auch nicht. In dem Fall, ich wusste den Wendepunkt, auf den es zuläuft. Der Wendepunkt ist ungefähr hier, also jetzt grob geschätzt, ja, so ein Drittel. Hier dürfte der Wendepunkt sein. Da wusste ich, da gehe ich hin. Und ich wusste, danach ist alles anders, düster. Aber wie es wirklich ausgeht, wusste ich eigentlich nicht. Und das war spannend. Das war aber ein ganz, ganz anderer Vorgang. Also siehst du, ich mach mal so und mach mal so. Aber eigentlich komme ich immer mehr in diese Richtung. Also immer mehr in diese Richtung. Ich blocke mir alles ganz genau vor. Hältst du dich denn dann an bestimmte Plotstrukturen, die man so kennt, also Heldenreise, Save the Cat oder 5-Akter, 7-Akter, 3-Akter oder interessiert dich das nicht so? Im gewissen Sinne halte ich mich dran. Ich sag mal, Heldenreise ist was, das ist einfach so. Da braucht man sich gar nicht dran zu halten. Wenn du eine vernünftige Geschichte machst, hast du eigentlich eine Heldenreise. Ja. Und, also 3-Akter, 5-Akter mache ich nicht unbedingt. Ich setze mir eher beim 3-Fragezeichen, um bei dem Beispiel zu bleiben, setze ich mir eher, ich mache mir 1, 2 oder 3 Wendepunkte rein, wo wirklich der Roman sich auf den Kopf stellt und eine ganz andere Zielrichtung plötzlich sieht. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ich mache mir 2 Wendepunkte rein, das heißt, ich habe einen 3-Akter. Du hast ja Akte. Da habe ich einen 3-Akter, wenn du so willst, aber es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise und da halte ich mich eher frei. Wenn es dann 4 Akte werden, werden es halt 4 Akte. Dann sind es keine 3 oder 5, was die übliche Zahl ist. Also du hast schon die richtige Zahl gesagt, ja. Aber da halte ich mich eher ein bisschen frei. Ja, und die Länge, also zwischen den Wendepunkten, da bist du auch flexibel. Also das muss jetzt nicht sklavisch sein, dass man sagt, das muss jetzt genau ein Drittel sein oder so. Nee. Da sagst du, wenn es soweit ist, ist es soweit. Genau. Also ich bin ein Freund, um jetzt wieder bei Periroden was zu sprechen, bin ich totaler Freund, mache ich eigentlich überall, weil Peri mache ich das ganz stark aus einer Perspektive zu schreiben. Das machen wir eigentlich alle. Ja, wir schreiben aus der Perspektive von Peri und dann schreiben wir aus der Perspektive von Gookie und von einem Gegner oder so. Ja, und da baue ich mir meine Romane eigentlich immer symmetrisch auf. Erstes Kapitel ist Peri, zweites Kapitel ist Gegner, drittes Kapitel ist Peri, viertes Kapitel ist Gegner und so weiter bis 10. Wenn ich 3 Perspektiven habe, mache ich auch wirklich 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und vielleicht mache ich 1, 2, 3 Zwischenspiel, 1, 2, 3 Zwischenspiel, 1, 2, 3 Epilog. Ja, also das baue ich mir ganz systematisch auf, weil ich finde, das ist ein befriedigenderes Leseergebnis, wenn man wirklich weiß, als nächstes nach dem Cliffhanger komme ich jetzt wieder zum Schurken. Ja, das muss man nicht so machen. Ja, also Kollegen, die das nicht machen, sind schlecht, aber ich finde, das ist das Leseerlebnis, was am befriedigendsten ist und was man als Autor auch am konsequentesten leicht durchziehen kann. Deswegen mache ich das bei Peri eigentlich immer. Und natürlich, wenn du jetzt suchst, findest du bestimmt einen Peri-Roman, wo ich das nicht so gemacht habe, aber eigentlich mache ich das immer so. Liebe Leute da draußen, diesen Roman suchen wir jetzt. Jawohl, genau, dann könnt ihr mir den um die Ohren donnern. Das machen wir auf jeden Fall. Ne? Genau. Also, dass man sagt, Montelon, das hat aber da nicht gepasst. Genau. Und dann kann ich euch sagen, warum. Im Idealfall. Vielleicht habe ich mir auch nichts dabei gedacht, aber im Idealfall schon. Zum Beispiel habe ich das System, fällt mir gerade ein,
was ich gesagt habe, das mache ich bei Perry immer, habe ich zum Beispiel gebrochen bei all meinen Romanen mit Anzug. Also diese Anzug-Gurtjan, die Frauenfigur, die ich dann sehr stark geführt habe, die manche geliebt und manche gehasst haben, nennen wir es einfach mal so. Ich habe sie geliebt, ich finde es die beste Figur, die ich gemacht habe bei Perry. Und bei ihr habe ich so gemacht, immer alle Romane komplett nur aus ihrer Sicht. Da bin ich überhaupt nicht raus aus ihrer Sicht. Das ist ein ganz anderes System und das ist manchmal total schwer. Weil um die Geschichte zu erzählen, brauchst du eigentlich häufig einen anderen Blick. Und da habe ich mir gesagt, nee, machst du aber nicht, das kriegst du irgendwie hin. Und man kann tricksen, es ist nur schwieriger. Ja, also beim Band 1 der neuen Miniserie Androiden, Toten Ozean, da ist ja auch der ganze Roman, bis auf Prolog und Epilog, aus der Sicht von einer Person und noch dazu ich. Also der ganze Roman geht so dahin. Fand ich auch spannend. Das auch, ist nicht alltäglich. Außer bei so Atlan-Romanen war das früher auch so, ne? Genau, Atlan hat man früher eigentlich immer aus Ich-Sicht gemacht und so, ja. Und ja, habe ich auch schon gemacht. Naja. Ich mag zum Beispiel gerne auch so Erwartungen zu brechen auf so einer Erzählebene, also auf so einer Strukturebene, wenn man zum Beispiel Handlung mit Perry hat. Erwartet man irgendwie, dass man aus Perrys Sicht schreibt. Ich schreibe dann gern aus Sicht von irgendjemand, der auf Perry guckt. Finde ich häufig spannender. Aber gewohnt ist man schreibt aus Perrys Sicht raus. Und solche Sachen, die stellt man sich schon, damit sagt man ja was aus. Damit stellt man den Roman anders dar. Und das sind so Grundsatzentscheidungen, die man beim Schreiben zu treffen hat, die ich persönlich auch das Interessanteste finde beim Schreiben. Ich denke, wir haben heute sehr viel erfahren, sehr viel gelernt, finde ich. Wenn noch Fragen da sind, liebe Leute, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich leite das gerne an den Christoph weiter und beantworte das dann in seinem Namen. Also falls euch irgendwas, wo er sagt, Mensch, warum hast du das jetzt nicht gefragt? Jetzt hast du den schon mal Stunde und 45 Minuten. So lange haben wir gemacht. Oh, Wahnsinn. Ja, den Robert hast du nicht geschnappt. Der ist bisher der Spitzenreiter. Wie lange war er? Der war 1,59 oder so. Okay, aber fast. Damit bin ich zufrieden. Liebe Leute, das war schön, dass ihr hier zugeschaut habt bei diesem Gespräch, bei diesem wunderbaren Gespräch mit Christoph Dittert, der auch als Christian Montillon bekannt ist. Und vergesst nicht, er ist nicht Montillion. Genau. Das lassen wir bitte in Zukunft weg. Denn das hat auch seinen Grund, warum man das weglässt. Genau. Dann kann ich noch, ich erzähle noch ein Geheimnis. Oh, jetzt kommt's. Erster Besuch in der Perry Rhodan-Redaktion, habe ich vorhin von erzählt, Schlappmütze falsch rum auf dem Kopf. Ja. Und da war klar, ich schreibe mit. Und Klaus Frick sagt zu mir, Christoph, willst du eigentlich dann auch bei Perry Rhodan das bescheuerte Horrorpseudonym Christian Montillon benutzen? Weiß ich heute noch, dass er das so formuliert hat, das bescheuerte Horrorpseudonym. Und ich sage zu ihm, das ist der Mädchenname meiner Frau. Die böse Zungen behaupten ja, dass ich nur deswegen Perry Rhodan Autor geworden bin, weil Klaus da so in der Bredouille war und es war so peinlich, dass er mich eigentlich aufnehmen musste. Ob das stimmt? Ich nehme es mal stark an. Also wir wissen jetzt den Grund, warum der Christian Montillon tatsächlich ins Perry Rhodan Team vorgestoßen ist. Das wusste bisher keiner und das wissen nur die Zuschauer. Ich glaube, das hast du auch noch nie erzählt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich es mal erwähnt habe, aber sagen wir einfach mal, das ist vollkommen neu. Ich würde das jetzt so behaupten, als der Gastgeber, weil das ja auch beweist, dass ich meinem Gast etwas entlockt habe, was er noch nie gesagt habe. Und das spricht natürlich für den Kanal und für das Interview und überhaupt. Ne? Genau. Also, lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich dich von deinem Nichtstun rausgerissen habe, das du sonst jetzt gemacht hättest, wie wir jetzt wissen. aber vielleicht hat dich das Gespräch ja auch inspiriert in irgendeiner Art und Weise, dass du morgen wieder deine 40.000 Zeichen schreiben kannst. Schlecht wäre es nicht. Schauen wir mal. Vielleicht ist da was. Aber wie gesagt, das ist nicht der Normaltag. Ja, ich kann mich nur erinnern,
dass du das mal irgendwo gesagt hast. Ja, ja, das habe ich bestimmt gesagt und das entspricht auch der Wahrheit, wobei ich das selten mache. Früher habe ich es häufiger gemacht, als heute so viel zu schreiben. Ja, aber auch die Hälfte ist ja noch viel. Eben. Finde ich. Finde ich auch. Also, liebe Leute, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auch bitte die anderen Interviews an. Schaut auch die nagelneue Rezension zu Toten Ozean von Kai Hirt an. Da habe ich mich ein bisschen drüber ausgelassen. Und ansonsten bleibt mir gewogen, bleibt der Perry Rhodan-Serie gewogen. Und schaut euch auf jeden Fall Chimera an. So, das war's von meiner Seite aus. Macht's gut. Ich zähle auf euch.